Okay, dann damit willkommen zu dieser etwas späteren Geschwätzblitz-Ausgabe. Ich nehme einfach mal schon meine Partie an. Ich werde tatsächlich heute auch mal den Chat mitlesen, wenn sich mein Brett auch aufbaut hier auf der Seite. Oh, ich habe meine Einstellung noch nicht geändert. Ich spiele gerade immer noch blind. Verdammt, kann ich die Einstellung hier ändern? Das war nicht der Plan. Also ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich spiele gerade tatsächlich wieder blind. Ich werde es nach der Partie ändern, die Einstellung. Ich weiß gerade nicht, wo die ist. Oder mir sagt irgendjemand, wo die Einstellung ist. Sorry dafür, das war nicht beabsichtigt. Ich hoffe, das kriege ich jetzt einmal hin. Ja, C5. Das sollte eigentlich kein Blindgeschwätzblitz nochmal werden. Allerdings ist es das jetzt gerade. Als wirklich nicht darauf eingestellt, hier blind spielen zu müssen. Blicke gerade schon nicht mehr durch, hängt G2. Ich mache mal lieber F6. Ja, fängt schon mal gut an auf jeden Fall. Also wir haben jetzt alle Springer getauscht, glaube ich. Ich habe mich echt nicht darauf eingestellt, hier jetzt blind zu spielen. Ich kann die Läufer H4 machen. Ja, Grüße zurück in den Chat. Was tue ich hier gerade? Wieso muss das immer alles so schwierig sein? Was ich für ein IQ habe, keine Ahnung. Wurde nie gemessen, habe ich nie gemessen. Wahrscheinlich nicht zu hoch. Ja. Sag's wahnsinnig, bin mir nicht sicher, ich bin gerade verwirrt. Also ich glaube, mein Gegner hat die Bauern auf A5, B4 und C5. Ich war wirklich nicht darauf eingestellt, heute schon wieder blind zu spielen. Ja, also wie gesagt, ich werde das auch sofort ändern. E4. Mach mal König H8. Ich hoffe, ich habe die Stellung noch im Kopf, sonst ist das schlecht. Dame E7. Vor allem mein Gegner spielt unfassbar schnell. Das macht mir wirklich Sorgen. Ich habe das Gefühl, mein Gegner flaggt mich einfach, wenn ich nicht aufpasse. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich rein. Nee, noch nicht. Ich ziehe meinen Turm weg. Das ist ein super Start. H6. Keine Ahnung, was ich hier tue. G4. Okay, ich glaube, es kam Läufer D3 vorher, deswegen nehme ich jetzt mal hier raus. Und nehme mir gleich mal die Zeit, endlich diese Einstellung zu ändern. Ich glaube, ich drohe Turm D3, Dame F1. Okay, jetzt habe ich Turm F2. Ich sollte einen Läufer gewinnen, wenn ich nicht irgendwas übersehe. G1. Okay, ich spiele es langweilig und tausche die Damen. Ich bin zu faul, um hier irgendwas konkret zu rechnen. Turm G3. Läufer E6. Läufer C4. Und jetzt läuft der D-Bauer durch. Ich glaube, der droht nicht. Den kann ich wieder nehmen, wenn er auf H6 nimmt. So, und ich hoffe aber, dass mein Gegner aufgibt. Das wäre sehr nett. Ich will das hier nicht auch noch über
Zeitbündnis, das ist eine Dame mit Schach. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, hat mein Gegner H5 gezogen? Ich glaube, dann wäre Dame H5 Matsch. Ja, sehr schön. Okay, das war nicht gut. So, wo sind die Einstellungen? Kurzen Moment. Einstellungen. Spieleinstellungen. Da, Blindmodus aus. So, und speichern. Okay, so, jetzt gucke ich auch wieder in den Chat und nehme irgendeine Challenge an. Nehmen wir mal diese Challenge an. Okay, jetzt kann ich auch das Brett sehen. Ich dachte vorhin tatsächlich, dass es an meinem Internet liegt, dass die Figuren nicht laden, aber sie kamen halt einfach nicht. Gut, ich spiele einfach mal erstmal nimm zu Indisch. Das ist kein Problem, weil wenn heute eine Blind Gold Session stattfindet, ja, ich vermute Blindfold und ja, ist halt nicht geplant. Also sollte ein normales Geschwätzblitz sein, damit ich ausnahmsweise tatsächlich auch mal einmal in den Chat gucke. Okay, mein Gegner spielt irgendwie mein eigenes System gegen mich. Dieses nimmt zu Indisch mit Läufer D2 habe ich selber schon sehr oft gespielt. Nee, heute nicht blind. Ja. Den Twitch-Chat sehe ich jetzt ausnahmsweise mal auch. So. Ja, ich vermute auch, dass mein Gegner nicht mal wusste, dass ich blind gespielt habe. Okay, mein Gegner spielt hier mit dem Läufer auf E2. Das ist ein bisschen unüblich. Eigentlich stellt man den nach D3, aber gut, ich mache mal trotzdem Läufer E7 und C5 und dann Springer C6. Ja, es ist ein bisschen spät heute, aber es war halt nicht anders zu machen. Ihr hattet ja vorhin auch Josephine und Sonja. Von daher sollte das kein Problem sein. Das heißt, die, die immer noch nicht so viel von Schach haben, können ja hier zugucken. Und ansonsten gab es wahrscheinlich viele, die jetzt auch schon genug hatten von Schach für heute. Ja, mehr oder weniger komplett Studium. Also, ich mache natürlich schon noch genug für Schach. Aber klar, wenn halt wirklich ganz konkret gar nichts Schachliches ansteht, dann konzentriere ich mich halt aufs Studium. Was soll man auch sonst machen? Aber ich bin halt froh, dass ich das Studium habe, weil dann hat man auch irgendwas, was man machen kann. Weil ich glaube, wenn man jetzt nur Schach hätte, dann wäre es gar nicht so leicht, Beschäftigung zu finden. Ich meine, man kann natürlich den ganzen Tag irgendwie Eröffnungen angucken oder Schach angucken, aber irgendwann, wenn man das halt nicht aufs Brett bringen kann, ist das, glaube ich, auch frustrierend. Also. Ich mach mal Springer E4. Probiere es einfach mal. Ich will halt hoffen, dass dieser Springer auf G4 irgendwie sehr komisch steht. Außer er geht jetzt nach E5. Das wäre halt die einzige Option, wo der Springer noch vernünftig hin kann, weil sonst kann ich ihn irgendwann vertreiben, dann muss er nach H2 zurück. Jetzt ist die Frage, habe ich Zeit für F5 zwischendurch? Wir können ja mal versuchen, wenigstens gutes Schach zu spielen. Auch wenn mir das manchmal schwerfällt. F5, Läufer C4, König H8 und dann droht doch eigentlich nichts. C6 als Zwischenzug nehme ich raus. Ich glaube, dann ist F5 sehr gut. Wenn jetzt Springer H2 kommen muss, dann nehme ich auf C5 wieder und dann stehe ich sehr gut. Was schachlich als nächstes ansteht, ist eine gute Frage. Es gibt leider nichts, worauf man sich verlassen kann aktuell. Also, ich habe kein Turnier, wo ich jetzt weiß, dass es stattfinden wird. Es ist natürlich irgendwas in der Planung, aber es ist halt völlig unsicher, was stattfinden kann. So, Läufer B4. Tja. Ja gut, ich meine, Springer auf H2 steht schlecht, aber wenn ich jetzt nicht konkret irgendwas Geniales mache, dann ist das auch nicht so viel wert. Ich versuche mal, die Dame auf dem Brett zu lassen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass es eine gute Entscheidung ist. Ne, den Sekundantenjob habe ich bisher noch nie gemacht für jemanden. Also, ich meine, ich habe natürlich mal irgendwann mit anderen gesprochen über Öffnung und mal was ausgetauscht, aber ich habe noch nie wirklich einen Sekundantenjob gemacht, dass ich für ein Turnier da bin und jemanden den ganzen Tag vorbereite. Also, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber so wie sich das immer anhört, ist das auch echt eine Menge Arbeit. Also, ich versuche tatsächlich lieber selber zu spielen. Das ist irgendwie immer angenehmer.
Ja, genau, also Keimer, nicht Kammer, aber Keimer, ja, der trainiert mit Peter Leko und ich hatte auch gehört, dass er nach dem Abi zumindest versuchen möchte, Profi zu werden erstmal. Gut, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie das bei ihm aussieht. Also ganz sicher bin ich mir auch nicht, aber ich meine auch, dass er zumindest mit dem Gedanken gespielt hatte, Profi zu werden. Oder es zumindest für ein paar Jahre auszuprobieren, aber das werden wir dann ja sehen. Mit wie vielen Jahren ich meinen ersten Titel bekommen habe, das ist eine gute Frage. Kann man wahrscheinlich nachgucken. Ich habe damals tatsächlich sogar den FM-Titel beantragt, was ein bisschen überflüssig war irgendwann. Ja, und ich sollte vielleicht mich auch einmal auf die Stellung konzentrieren. Irgendwie stehe ich gar nicht so toll, wie ich gehofft hatte. Ich glaube, den FM habe ich 2011 bekommen, aber den IM dann direkt 2012. Deswegen war es halt wirklich überflüssig, der FM-Titel. Hätte man sich auch sparen können. Ich mache mal G6. Ich glaube, mein König braucht das Feld G7 und G6 sieht irgendwie harmonisch aus, jetzt wo Weiß keinen schwarzfälligen Läufer mehr hat, sollte das auch ungefährlich sein, auch wenn ich meinen König damit ein bisschen öffne. Ich gehe davon aus, dass ich halt immer noch besser stehe, aber es ist halt sehr schwer zu gewinnen. Das heißt, ich sollte hier mal langsam irgendwas machen. Und die Einzel, ich muss den Turm tauschen. Was soll ich sonst machen? Ich will nicht, aber ich sehe nicht, was ich sonst tun kann. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde fast mit Sicherheit die Damen tauschen müssen, was mir alles nicht gefällt. Dame D7 droht halt stark. Ich kann auch Läufer D6 ziehen, aber Läufer D6 ist auch nicht so ganz das Wahre. Irgendwie steht der Läufer sehr komisch. Ich versuche mal. Ich biete mal den Damentausch an. Ich meine, vielleicht spielt mein Gegner so der Dame A1, dann muss ich wahrscheinlich Dame F6 machen. Dann geht er wieder zurück. Dann hat mir das alles nichts gebracht. Aber ich vermute, nach dem Damentausch ist es zumindest schwierig für Weiß. Da muss er sehr lange ums Remis kämpfen. Okay. Das Problem ist, nach H5 kommt halt H4. Wenn ich H5, H4 schaffen würde, würde ich sehr gute Gewinnchancen haben. Selber G5 spielen sieht auch schlecht aus. Wieso ist das so schwierig? Ja, mein Gegner spielt echt gut, leider. Ich kann nicht wirklich was machen. D2. Okay, jetzt kriege ich zumindest kurz irgendwie ein bisschen Kontrolle über die D-Linie, aber es bringt mir halt herzlich wenig. Ich mache mal Läufer E8 und versuche G5, H5 zu machen. Wenn ich das hinkriege, wäre ich irgendwie glücklich. Ah, jetzt kommt. Versucht mein Gegner Springer C3 zu machen. Kann mein Gegner aufhören, gut Schach zu spielen? Sollte das nicht irgendwo verboten sein? Ja, Springer C3 geht einfach jetzt. Habe auch nicht wirklich was dagegen. QGG 100 spielt mir irgendwie zu stark. Und ich sollte vielleicht einfach mal schnell spielen. Springer C3 habe ich jetzt mal für B4. Okay, jetzt will mein Gegner die Damen tauschen, aber jetzt bin ich sehr froh drüber. Oh, ich hätte Läufer B4 gehabt, das wäre. Ich hätte den Springer komplett totstellen können, das wäre wahrscheinlich sehr stark gewesen. Jetzt muss ich noch eine Weile kämpfen. Das ist zumindest, glaube ich, nicht trivial, Remis für Weiß. Ich mache eine F4, tausche natürlich viele Bauern, aber ich brauche halt. Ich muss die Stellung halt öffnen fürs Läuferpaar. Okay, das stellt einen Bauern ein, leider. Und damit ist die Partie wahrscheinlich auch vorbei, objektiv. Aber ich glaube, es war auch schwer. Wenn man alles tauscht, dann wird halt auch der H3 schwach. Ich meine, es sollte wahrscheinlich objektiv noch irgendwo Remis sein, aber nicht so einfach. Okay, nach Läufer C4 weiß ich nicht mehr. Eigentlich möchte ich den Läufer gar nicht tauschen. Ich werde wahrscheinlich wieder zurück nach D7 gehen, dann König F4, E3, Läufer C6, so irgendwie so in der Art. Vielleicht eine etwas andere Reihenfolge, aber vom Prinzip her. Springer D5, König G3 ist kein Problem, dann verliert mein Gegner H3 und wahrscheinlich kurze Zeit später auch den G4.
Okay, Läufer C6. Jetzt droht auch Läufer F3 Schach noch. Okay, gut, das hat mich ein bisschen blöd angestellt, aber irgendwann hat es funktioniert. So, den hat er noch, aber gut. Kein so großes Problem, das Bauen ins Spiel sollte sogar ich über die Zeit bringen. Okay, ja, danke für die Partie. Dann nehmen wir mal eine neue Partie an. Ja, genau, also ich gucke, jetzt muss ich den Chat noch einmal wieder durchlesen. Gehört man nicht irgendwie auch zum Profi, wenn man eine Game-Norm hat? Ich meine, man sagt doch, er ist die Nachwuchshoffnung von Deutschland. Ja gut, also er ist natürlich ein super talentierter Spieler, aber Profi bezeichnet halt eigentlich immer jemanden, der halt kein, also außer Schach eben nichts macht. Also weder Schule, Studium noch Job oder sonst was. So nennt man das zumindest immer, wenn jemand Profi ist. Deswegen ist das einfach so genannt. Ja gut, ob sich das deutsche Schach stark verbessert hat, weiß ich nicht. Aber im Moment sind zumindest ein paar Spieler so ein bisschen im Aufwind. Ja, und natürlich ist Vincent ein bisschen jünger als ich. Ich meine, er ist ja 2004, also ist schon jünger. Bei der Firmen-WM war ich tatsächlich nicht dabei. Ich habe nur gesehen, dass Krenke gewonnen hat. Was natürlich sehr schön ist. Also das Team mit Georg Mayer und dann, ich glaube, Ina Agrest, Kaschlinskaja und Hanna-Marie Kleck. Was vielleicht nicht zu erwarten war, aber wir haben, glaube ich, im Endeffekt relativ überzeugend sogar gewonnen. Also gut, hatten halt ein anderes starkes Team, gegen das sie spielen mussten. Dann haben sie halt irgendwie gewonnen. So. Wie fühlen sich Partien gegen Magnus an? Hofft man da nicht in drei Zügen matt zu gehen und komplett zerstört zu werden? Ja, tatsächlich, die erste Partie gegen Magnus habe ich ja, glaube ich, 2017 gespielt. Das war halt auch die erste Partie überhaupt. Wo ich gegen so einen starken Spieler gespielt habe, also gegen einen absoluten Top-Spieler. Ich habe halt vor der Partie schon gedacht, dass ich keine große Chance habe. Habe auch erst so gespielt, also die Partie war erst eine absolute Katastrophe. Aber er hat dann halt irgendwann, ich weiß nicht, ob er die Partie nicht mehr ernst genommen hat oder halt einfach, er hat eben definitiv einfach was eingestellt und dann war es auf einmal sogar relativ simpel, Remis zu halten, weil dann war es nicht mehr so schwierig. Aber gut, ja, die Partie war erst wirklich schlecht und vor allem bin ich auch, hatte ich halt auch so das Gefühl, ich habe sowieso keine große Chance, aber als er dann angefangen hat, eben was einzustellen, dachte ich auch, dass er ist halt auch einfach nur ein Mensch. Zur Partie einmal, ich habe diese Variante, ich glaube, die habe ich jetzt auch schon im Geschwätzblitz häufiger gespielt, die spiele ich irgendwie immer gegen Londoner, diese Trickvariante mit Dame B6, Dame B3, C4 und E5, die halt irgendwie immer sehr gut zu spielen ist für Schwarz. Also irgendwie, ich spiele die im Internetblitz ständig und stehe damit immer super gut und jetzt drohen halt irgendwelche Opfergeschichten. Okay, jetzt mache ich, glaube ich, Springer E4, Springer C5, Springer D3, hole mir im Zweifelsfall noch den nächsten Läufer ab und dann stehe ich sehr gut. Ja, danke für den Glückwunsch. Ja, gut, ich meine, Nepo hat einfach diesen Bauern eingestellt in der Öffnung, das war natürlich nicht besonders gut. Nepomniachtchi ist halt sowieso immer schwierig einzuschätzen. Also er kann halt unfassbar stark spielen und dann spielt er halt manchmal wie ein absoluter Patzer, wenn man ehrlich ist. Also er spielt zumindest manchmal halt super schnell und manchmal überspielt er einen komplett und dann sieht man halt selber aus wie ein Idiot, wenn er einen überspielt und keine Zeit verbraucht, aber manchmal stellt er dabei auch alles ein. Was ist denn dein Ziel? Noch 2-7 realistisch? Ich hoffe schon, dass 2-7 noch realistisch ist. Also ich habe, ja in der letzten Zeit ging es eigentlich immer ein bisschen aufwärts. Von daher, ich hoffe schon, dass 2-7 realistisch ist. Ich meine, die letzten Turniere, die ich gespielt habe, habe ich definitiv so gut gespielt, dass ich in der Richtung bis 2-7 bin. Aber ja gut, dadurch, dass jetzt lange keine Turniere mehr waren, weiß man natürlich auch nicht mehr genau, wo man steht. Also ich hoffe, dass es auch so weitergehen wird in der nächsten Zeit, aber das muss man dann halt sehen. Ja, die Stellung ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut für Schwarz im Moment. Ja, ich habe das Läuferpaar, die weißen Figuren stehen alle fürchterlich und es ist nicht wirklich klar, wie weiß hier rauskommt. Also E4 kann man vielleicht überlegen oder Dame G5. Aber es ist halt wahrscheinlich einfach zu langsam. Jetzt kann ich überlegen, ob ich auf B4 nehme und auf A1. Ich weiß ja nicht, ob das schon so viel ist. Irgendwie fühlt sich die Stellung an, als wollte hier was gehen. Ich mache erstmal Turm E8 und stelle meinen Turm hier in diese Reihe. Jetzt Dame B6. Okay, und jetzt gewinne ich hier einen Bauern. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach nur ein Bauer.
Ich drohe nämlich auch Turm E3 mit Matt. Das ist jetzt tatsächlich sehr viel. Ja, Turm E3. Okay, nach König D1 sehe ich das Matt nicht, aber hier ist es halt Matt auf E2. Ja, diese Variante ist halt irgendwie sehr lästig, wenn man mit Weiß Londoner spielt, dieses Bauernopfer mit E5. Also, ich habe bisher noch nie irgendwas Gutes dagegen gesehen. Also, die meisten Gegner mit Weiß sind irgendwie immer ein bisschen, tun sich immer sehr schwer, dagegen zu spielen. Achso, soll ich eigentlich irgendwelche bestimmten Eröffnungen spielen? Ich habe gar nicht gefragt. Und ich habe den ähnlichen Dialekt wie wer? Wie Vincent? Also Vincent kommt aus Rheinland-Pfalz, aus. Ach Gott, also ich sollte den Ort eigentlich wissen, aber wie heißt das? Also ist auf jeden Fall auch bekannt, wobei ich weiß auch gar nicht, ob ich es sagen sollte, aber ich komme definitiv nicht daher. Ich komme aus NRW, beziehungsweise jetzt bin ich halt in Bielefeld, weil ich hier studiere. Auch wenn es im Moment ja eigentlich nicht wirklich ein Vorortstudium ist, weil alles online stattfindet, aber. Naja, also wir kommen definitiv nicht aus der gleichen Gegend. Ich weiß auch nicht, was der gleiche Dialekt heißt. Also ich meine, wir spielen beide Deutsch. Wir spielen beide Deutsch, wir sprechen beide Deutsch. Keine Ahnung, welchen Dialekt ich habe, dass ich die ganze Zeit M sage oder was ist mein Dialekt? Ich spiele jetzt irgendwie so eine Art Französisch, was wahrscheinlich gar nicht mehr besonders toll ist objektiv, aber die schwarzen Figuren stehen ein bisschen komisch. Die Dame auf E7 steht ein bisschen blöd, weil jetzt droht halt C5 mit Figuren gewinnen. Hast du am Anfang einen Läufer eingestellt? Nicht, dass ich wüsste. Also wahrscheinlich in der letzten Partie. Achso, ne, dieses Läufer F5 ist kein Läufereinsteller, wenn das gemeint ist in der Öffnung nach E5, D5, Läufer F5. Wenn Weiß auf F5 nimmt, kommt Dame B2. Das ist ja tatsächlich der Trick von E5 gewesen. Es gibt halt auch sofort Läufer F5, aber das verliert einfach nach Dame F5, Dame B2, Dame D5 und deswegen macht man halt E5, um die Dame da zu blockieren. Ja, aber war definitiv kein Einsteller, also war geplant. War ein geplanter Einsteller sozusagen. Was sollte man als Amateur am meisten trainieren? Ja, es ist halt immer die gleiche Frage und es ist irgendwie immer sehr schwer zu beantworten. Im Endeffekt kommt es wahrscheinlich darauf, läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass Taktik am allerwichtigsten ist. Hier ist tatsächlich C5, glaube ich, sehr stark. Das gibt es auch halt mit vertauschten Farben, spiele ich ja Französisch oft und da gibt es auch diese Varianten, wo man einfach irgendwann das Zentrum abriegelt und dann werde ich jetzt B4, A4, B5 machen und der, also in diesem Fall der weiße Angriff ist halt unfassbar stark. Also die Bauern rollen einfach irgendwann hier durch und Schwarz wird es ganz schwer haben, irgendwie Gegenspiel zu kriegen dagegen. Evans Gambit und englische Öffnung wäre mal nett. Okay, also englische Öffnung ist natürlich sehr einfach, weil da muss ich einfach nur erstens C4 machen, da brauche ich einfach nur Weiß und ja, gut, Evans Gambit muss ich mal gucken. Ich bin ja eigentlich kein guter E4-Spieler, aber was soll. Achso, hier im Twitch-Chat ist auch, womit sollte man sich am meisten auseinandersetzen? Ja, ich glaube, es ist halt wirklich Taktik, so blöd es klingt. Also gerade am Anfang ist Taktik halt super wichtig. Man gewinnt damit die meisten Partien. Man sollte sich natürlich auch irgendwie ein gewisses Eröffnungsrepertoire einfach überlegen, was man halt spielt, weil dann kommt da irgendwie die Erfahrung und dann kriegt man eben ähnliche Stellungen und dann wird man damit auch besser. Kommt es mit der Zeit, dass man automatisch weiß, wie die Felder heißen? Ja, ich denke, das kommt einfach irgendwie durch Spielen. Also man muss ja auch, wenn man klassische Partien spielt, die Züge aufschreiben, wodurch man die Felder ja sowieso auch merkt. Also ich glaube einfach, wenn man irgendwie anfängt, Schach zu spielen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange das dauert. Ich kann mich da bei mir nicht mehr dran erinnern, aber das kommt eigentlich relativ auch von alleine, kommt eigentlich relativ von alleine. Ja, und ich denke mir keine Orte aus. Also ich weiß, dass viele das nicht glauben. Also vielleicht zählt mein Abschluss an der Uni auch gar nicht am Ende. Dann ist das ein bisschen schlecht, wenn die Universität auch nicht existiert. Ja, und es wird nur mit Premium-Mitgliedern gespielt. Ich darf leider keine anderen Herausforderungen annehmen. Achso, und hier wird gefragt, was ich studiere. Mathe. Mathematik. Ah, ja, westfälisches Hochdeutsch, würde ich auch so sagen. Also mir hat bisher auch noch niemand gesagt, dass ich klinge, als ob ich einen Dialekt reden würde. Das ist für mich neu. Aber gut. Ja, und jetzt mache ich im Übrigen einfach Dame A2 und werde Matt setzen auf der A-Linie. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen vergessen, über Partie zu reden, aber es ist halt das, was ich gesagt habe. Man macht C5, B4, A4 und dann B5 und irgendwie ist es für Schwarz unfassbar schwer, was zu machen. Meine gut, man hätte wahrscheinlich natürlich nicht die A-Bauern tauschen dürfen, aber auch dann, auch sonst weiß ich nicht, was man machen soll. Okay.
Immer noch eine 3 plus 2 Partie. So, englische Eröffnung war gewünscht, das kriege ich jetzt hin. Marshall oder Scotch Gambit? Ja, so viel E4-Eröffnung, das ist für mich schwierig. Ich bin halt kein E4-Spieler, ich tue mich damit sehr schwer. Aber ich werde es versuchen. Okay, es war, glaube ich, ja kein besonderer Wunsch, welche Variante in der englischen Eröffnung. Also spiele ich einfach mal das Einzige, was ich ein bisschen kenne. Ich spiele jetzt diese Variante nach, also gut, Springer C6 ist der Zug, der hier kommen sollte. Ich glaube, E4, Springer G5 ist schon sehr schlecht für Schwarz, also Springer C6 sollte man machen. Okay, D6 geht natürlich auch, deckt zumindest den Bauern. Aber ich glaube, nach D4 sollte ich eigentlich ganz vernünftig stehen. Jetzt habe ich halt so eine Art Altindisch, Königsindisch, je nachdem, ob Schwarz jetzt G6 oder einfach Läufer E7 macht. Aber es sollte eine angenehme Version sein, also Springer C6 ist schon der normale Zug statt D6. Aber D6 ist bestimmt kein schlechter Zug, aber es ist halt relativ passiv, weil ich jetzt eben dieses Zentrum kriegen werde. Ja, und dann steht Weiß meistens sehr bequem. Ja, gerne. Gerne die Partie. Ich laufe G4. Ich mache mal F3. Den Zug macht man sowieso relativ gerne, diesen Stellungen. Und jetzt Läufer E2, Läufer E3, Rochade. Ich konnte auch über Springer F5 nachdenken, denn nach Rochade könnte ich halt den Läufer auf E7 nehmen, aber ich glaube tatsächlich, der läuft mir auch nicht weg. Ja, Englisch mit G3 ist natürlich das, was meistens gespielt wird. Hätte es natürlich schreiben sollen, wenn ich das machen sollte. Ich sehe gerade im Chat, GM Huschenbeet raided. Ja, danke Niklas, also ich mache den Stream ja selber nicht, deswegen sehe ich den Raid nur im Chat. Ich weiß nicht, ob der Raid schon länger her ist oder nicht. Da ich ja selber nicht unbedingt Twitch-Streamer bin, ist das neu mit dem Raid, aber danke. Okay. Ja, zu der Stellung hat sich nicht viel getan. Also es ist immer noch, ich habe halt einfach das Zentrum und es ist für Schwarz sehr unbequem zu spielen. Ich meine, dieses A5, A4 bringt halt einfach nicht so viel. Also ich mach mal B3, man kann auch B4 machen, das ist vielleicht auch besser, aber B3 ist halt sehr solide und so langsam muss Schwarz halt wirklich einen Plan finden, weil die Figuren noch ein bisschen hinten drin stehen, also die Dame auf D8 und ja, typische Frisur des Lockdowns, ja gut, was soll man machen? Ah, meine Haare sehen sowieso immer schlimm aus, also ändert das nicht viel, aber ja. So, Springer F5. Und jetzt fange ich so langsam mal an, irgendwie anzugreifen. Ich habe meine Stellung wirklich langsam optimal aufgebaut. Also ich glaube, alle meine Figuren stehen sehr harmonisch und so langsam sollte ich jetzt halt mal aktiver werden. So, ich könnte Springer D5 versuchen. Den muss Schwarz schon rausnehmen, weil der Läufer auf E7 hängt. Dann nimmt, sagen wir, CD5 oder ED5. Sieht beides vernünftig aus. Der Springer geht wahrscheinlich wieder zurück nach C5. Und dann, ja, was mache ich dann? Ist noch nicht so klar. Vielleicht mache ich auch erstmal irgendwie sowas wie König H1. Meine Springer D5 war wahrscheinlich schon gut, aber man kann auch einfach noch abwarten. Gut, ich nehme jetzt erstmal den Läufer raus. Springer D5 läuft mir nicht wirklich weg, beziehungsweise ich kann vielleicht irgendwie noch meine Stellung verstärken. Ich glaube, Läufer F2 und Läufer H4 könnte eine Idee sein, um dann Springer D5 extrem stark zu drohen. Ob ich in Zukunft mehr auf Chess24 mache, das ist zumindest bisher nicht geklärt. Also das hier ist hauptsächlich, weil ich ja zu dieser Champions Chess Tour eingeladen wurde, worüber ich natürlich unfassbar glücklich war. Aber deswegen mache ich jetzt im Moment halt so unfassbar viel hier. Also, aber es ist zumindest nichts geplant, dass ich jetzt hier weiter was mache. Das ist ja auch nicht meine Entscheidung. Okay, also Springer E4 geht halt nicht, weil ich dann einfach auf E7 nehme und die Dame auf D2 ist gedeckt. Und Springer D5 ist halt eine sehr üble Drohung gewesen, deswegen geht mein Gegner weg. Allerdings lässt das natürlich jetzt den hier zu. Und ich glaube auch, das hier ist sehr gefährlich. Springer D5 und man kann den Bauern praktisch nicht decken. Nach König G7 kann ich Dame C3 machen und dann ist der Bauer weg. Also ich sehe zumindest nicht, wie man den decken kann. Und dann ist nicht nur der Bauer weg, sondern wahrscheinlich die Partie auch fast verloren. Was ein bisschen unglücklich ist. Ich bin D4-Spieler, Band 0 Gambit, also das ist bei mir relativ eindeutig. Ich habe tatsächlich noch nie in der richtigen Turnierpartie E4 gespielt, was wahrscheinlich irgendwie traurig klingt, aber ich bin definitiv D4-Spieler.
Da hat sich bisher noch nichts dran geändert. Ja, und jetzt ist Matt auf H8. Also Springer G7 war noch der letzte Zug, der gegangen wäre. Das ist leider schon matt. Ja, danke für die Partie. Janster 1978. Dann Chigorin. Nehmen wir mal einen etwas stärkeren, der hat 2-6. Okay, E4. Die ganzen Eröffnungswünsche waren alles irgendwelche E4-Öffnungen mit Weiß. Ja? Ich spiele sonst einfach Französisch, weil ich nichts anderes kann. Deswegen, also falls ich mit Schwarz auch noch Eröffnungswünsche hätte, dann hättet ihr es in den Chat schreiben müssen, da könnt ihr halt immer noch. Ansonsten spiele ich einfach erstmal das, was ich kann. Das ist tatsächlich eine sehr scharfe Eröffnung, dieses mit Springer E2 und C3. Hier muss man sehr aufpassen mit Schwarz. A3 ist der richtige Zug. Jetzt rochiert man, glaube ich, und jetzt kommt Springer F4 und dann Dame A5. Aber das ist tatsächlich eine der Varianten, wo man sich mit Schwarz gut auskennen muss, weil sonst ist das so eine typische Stellung, wo man irgendwann mal untergehen kann mit Schwarz, weil wenn man hier nicht genau weiß, was man machen muss, kriegt Weiß ein extrem starkes Zentrum und dann muss man wirklich aufpassen. Was ist das höchste Preisgeld, das ich je gewonnen habe? Das ist eine gute Frage. Ich habe damals das Grenke Open 2016 gewonnen. Das war ein bisschen Geld. Ja, also wahrscheinlich irgendwie sowas im Bereich. Ja, also ich glaube, beim Grenke Open damals habe ich irgendwie ungefähr 7.500 € gewonnen. Also wahrscheinlich irgendwie so in dem Dreh. Jetzt nach Läufer D3 überlege ich gerade, ob Springer D4 oder CD4 richtig ist. Ist wahrscheinlich dumm, dass ich nicht mal weiß, was richtig ist. Ich glaube, Springer D4 ist gut. Also deswegen habe ich da mal A5 gemacht, um eben diese Fesselung aufzubauen. Wenn er nimmt auf D4, nehme ich wieder. Und dann nach B4 kommt, glaube ich, dann ist da an C7 wahrscheinlich stark. Also B4 wäre jetzt der normale Zug. Ja, und jetzt Dame C7, CD4 und Dame C3 Schach. Und wenn dann Läufer D2 kommt, kann ich auf D4 nehmen und sonst hängt der Turm auf A1, wenn ich mich nicht völlig verrechne. Genau, Schach, der Turm auf A1 hängt und dann Läufer D2 kann ich auf D4 nehmen, weil dann ist die D-Linie blockiert und es geht kein Läufer H7 mehr. Und das Problem für Weiß ist, dass es halt nicht nur der D4-Bauer ist, sondern halt auch der E5-Bauer im nächsten Zug und das ist dann zu viel. Für den Einbauen hätte man sicherlich genug Kompensation irgendwie mit den aktiven Figuren, aber wenn ich den E5 auch noch kriege, werden meine Figuren halt auch super aktiv. Von daher. Ob ich bei einem großen anstehenden Turnier bei bin, wo man mir auf Twitch zuschauen kann, ja. Also gut, ich meine, man konnte das natürlich bei dieser Champions Chess Tour, aber gut, die ist ja schon vorbei. Und ich vermute mal sehr stark, dass ich bei diesem Voting keine reelle Chance habe. Sie haben ja sogar, ich meine, das Voting ist auch tatsächlich ein bisschen rigged, was sie gemacht haben, weil ich kann ja vielleicht mal einmal fragen, hat irgendwer auf dieser Seite, hier von der deutschen Seite, das Voting überhaupt gefunden fürs nächste Turnier? Ich kann jetzt den A1 mit Schach nehmen, das ist leider ein ganzer Turm und nach König E2 habe ich Dame E5 Schach und dann ist die Partie leider vorbei, das ist ein ganzer Turm. Die haben ja das Voting einfach nur auf der englischen Seite gemacht, was natürlich ein bisschen gemein ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich sowieso irgendeine große Chance gehabt hätte. Allerdings ist es ja auch für die deutschen Premium-Nutzer generell. Ich meine, wenn man irgendwie abstimmen möchte, dann wäre es ja eigentlich nett, wenn man das auch für die deutsche Seite übersetzt, aber der News-Artikel wurde nie übersetzt für das Voting. Ich glaube, das Voting geht halt noch bis heute 0 Uhr, aber ansonsten, ja, ansonsten, ach, jetzt habe ich schon wieder Französisch gespielt, ohne in den Chat zu gucken. Das mit dieser Prinzeninitiative vom DGV war, ja, also bei uns hat diese Prinzengruppe damals natürlich wunderbar funktioniert, also wir sind ja alle, die in der Prinzengruppe waren, GM geworden und halt auch relativ starke Spieler. Ich glaube, es sollte ja mal irgendwann nachgeholt werden oder praktisch nochmal gemacht werden, diese Prinzengruppe, aber irgendwie hat das scheinbar nicht so geklappt. Ich meine, gut, das ist natürlich halt auch nicht meine Aufgabe, also es ist natürlich halt immer schwierig, ob sich halt eben so ein Jahrgang anbietet, wo es mehrere gibt, also bei uns hat sich das halt scheinbar damals angeboten, das war natürlich ein super Glücksfall für mich auch, da reinzukommen. Aber gut, ich glaube, aktuell gibt es da keine neuen Projekte. Ja, aber genau, also ich war bei der Frage wegen einem großen anstehenden Turnier, wo man mir auf Twitch zuschauen kann. Ja, also im Moment ist halt leider nicht wirklich was geplant. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder ein Turnier finde, wo ich spielen kann. Da am B3 hatte ich doch sogar auch in diesem letzten Banterblitz. Wieso spielen hier alle Menschen da am B3? Ist das nicht irgendwie? Also üblicher ist halt A3 oder Läufer E2 oder Läufer D3, gibt es alles.
E-Dame zu tauschen, kommt mir halt auch sehr gelegen. Jetzt habe ich Springer B4. Und ich weiß nicht genau, wie man das verteidigt. Genau, Stafford Gambit. Ja, ich weiß, dass es irgendwie viele spielen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das Stafford Gambit genau ist. Also sonst muss man mir die Züge hier reinschreiben. Da kann ich wenig machen. Also ich... also Stafford Gambit, ich habe das schon oft genug gehört und ich habe das auch, glaube ich, schon gesehen, aber ich weiß gerade nicht, was das für Züge sind. Ja, Karo Kann kann ich auf jeden Fall spielen. Das ist eine gute Idee. Das kriege ich auch ungefähr hin. Also hier kann ich Turm A3 machen und Springer C2, Springer A1, aber tatsächlich, mein Gegner hat mich irgendwie ausgetrickst. Ich dachte, ich gewinne Material, aber ich gewinne halt überhaupt nichts, weil der Springer eingesperrt ist an Läufer B2. Das hat mein Gegner stark gemacht. Beziehungsweise vielleicht gab es auch einfach keinen anderen Zug als Springer A3, aber trotzdem. Ich mache mal Läufer D7. Ich könnte zumindest den A3-Bauern gewinnen, wenn Weiß jetzt dann nimmt. Ja, hast du nur auf Twitter gefunden. Danke fürs für mich voten. Ich meine, es ist halt einfach irgendwie schade, dass sie das Voting nicht auf Deutsch übersetzt haben. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich meine, ich werde, denke ich, trotzdem keine reelle Chance haben, weil natürlich andere Spieler einfach eine viel größere Reichweite haben, aber es ist irgendwie... komisch, ja. Von drittens H6 nach Springer C3 habe ich mir noch nie angeguckt, ehrlich gesagt. Es ist wahrscheinlich objektiv nicht wirklich gut, im Franzosen da H6 zu ziehen. Wenn man damit gut klarkommt, warum nicht? Aber ich wäre mir relativ sicher, dass es halt nicht gut ist, objektiv. Also es würde mich zumindest schockieren, wenn es gut ist. Man hat ja so schon im normalen Franzosen so ein paar Sachen, wo man aufpassen muss, dass man das schafft. Also, dass da alles objektiv okay ist. Und H6 sieht halt einfach aus wie ein Tempoverlust. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie Weiß darauf reagieren sollte. Genauso bin ich, wie ich mir sicher bin, wie ich hier reagieren sollte. Das Problem ist, wenn ich rochiere, kommt Turm B1 und ich kann diesen Bauern auf B6 halt nicht decken. Die andere Chance, die ich habe, ist hier B5 zu machen und nach Turm B1 B4. Das Problem ist, dass ich meinen eigenen Läufer damit aussperre. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass der Läufer auf A1 auch irgendwie ausgesperrt ist, aber dann kommt halt Läufer B2 und dann verliere ich auch meinen Bauern. Es ist nicht so klar, ob ich überhaupt irgendwas habe, glaube ich. Das ist ärgerlich alles. Ich kann auch Läufer E7, Läufer D8 machen, aber es sieht halt unfassbar langsam aus. Also ich glaube schon, dass B5 der richtige Zug wäre. Ich probiere einfach mal B5 und B4. Aber mein Gegner spielt stark. So, ja, Läufer B2. Ich weiß nicht, hört mein Gegner diesen Stream oder spielt er einfach nur so unfassbar stark? So langsam ist das ein bisschen problematisch. Ich meine, vielleicht gab es auch einfach keinen anderen Zug für Weiß. Also, aber das Problem ist, nach Läufer C6, um den B7 zu verteidigen, kann Weiß jetzt halt nehmen und Turm B3 machen und kriegt den A3. Und ich habe wirklich überhaupt nichts. Also, das war bisher keine gute Partie. Ich meine, ich stehe auch nicht wirklich viel schlechter. Die Frage ist, was ich jetzt mit meinem König mache. Ich glaube, ich mache F6 und nach Turm A3 König D7. Ich hätte auch rochieren können. Kann ich auch immer noch nach Turm A3. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Zug ist. EF6, GF6. Achso, ich habe schon länger nicht mehr in Twitch-Chat geguckt. Die Lebenshaltungskosten für einen Studenten kann ich damit definitiv noch finanzieren. Ob ich es halt wirklich dann im Endeffekt praktisch damit auch generell mein Lebensunterhalt verdienen will, weiß ich halt noch nicht. Aber als Student kann man recht gut davon leben, sagen wir es so. Mit Weiß würde ich mir C4, G6 wünschen. Na, C4, G3 oder was? Ja, C4, G3. So, ich mache mal König C7. Ich muss jetzt halt einfach dieses Endspiel irgendwie spielen und hoffen, dass mein Gegner Fehler macht. Was bleibt mir auch anderes übrig? Aber er macht halt keine Fehler. Das ist unschön. Das ist, glaube ich, eine 3-plus-2-Partie, also ich kann mir ein bisschen Zeit nehmen. Aber auch das hilft mir wenig. Ich bin überfragt, was ich hier tun soll. Ich mache H6, um irgendwie den H7 nicht zu verlieren. Und jetzt kommt halt Läufer G6 wahrscheinlich. Also mein Gegner macht mich leider einfach fertig. Okay, ne, Turm C3. Aber auch Turm C3 ist kein schlechter Zug mit Sicherheit. Ich mache mal Turm A8, um den Bauern auf A2 anzugreifen. Jetzt wird wahrscheinlich Turm C2 kommen. Und ich habe immer noch keinen Plan, was ich tun soll. König D7, dann gehe ich halt mit dem König jetzt wieder nach E7 rüber.
Aber es ist definitiv eine Plus-2-Partie. Also ich werde nicht auf Zeit verlieren, das ist gut. Ja, gerne für diese Eröffnungsvariante gegen London. Also zumindest im Online-Blitz funktioniert es extrem gut. Also man steht mit Schwarz immer sehr gut. Und ich habe das auch irgendwann mal ein bisschen analysiert. Also dieses Dame B6, C4, E5, es scheint halbwegs zu funktionieren objektiv. Also ich habe nichts gefunden, wo Schwarz Probleme haben sollte. Von daher ist es, glaube ich, wenn man solche Stellungen, also gerne aktiv spielt mit Schwarz, ist das eine super Variante gegen Londoner. Zumal die meisten Weißspieler sich auch nicht wirklich auskennen. Also ich glaube, ich habe Fortschritte gemacht, aber auch jetzt ist es noch nicht einfach. Ich mache König F6, jetzt wird Springer F3 kommen, nehme ich an. So, und jetzt muss ich so langsam irgendwas finden. Ich mache mal Läufer B5 und nehme wieder, dann hängt der A2 mindestens. Ob ich einen Lieblingsgegner unter den GMs habe, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon Leute, gegen die man einen besseren Score hat, auch wenn das manchmal eher so ein bisschen zufällig ist. So, jetzt gewinne ich hier einen Bauern auf A2. Also mir kommt gerade Fedoseev in den Sinn, weil ich, glaube ich, einen 2-0-Score gegen ihn habe. Allerdings habe ich erst heute im Online-Schach gegen ihn verloren, also sollte man das vielleicht auch nicht überbewerten. Aber ich könnte jetzt keinen nennen, gegen den es immer super läuft, aber es gibt schon Gegner, gegen die man irgendwie, gegen die es besser läuft oder gegen die es halt schlechter läuft. Das ist aber manchmal auch, glaube ich, ein bisschen psychologisch bedingt, dass man irgendwie halt die letzten Partien im Kopf hat und dann deswegen manchmal auch ein bisschen was besonders machen möchte. Will ich mich hier gerade matt setzen lassen? Ja, ich habe das Gefühl schon. Ich meine, jetzt droht Turm F7 und Turm D7 matt. Ich sollte vielleicht doch mal ein bisschen auf die Stellung achten. Turm B1 bringt nicht so viel, dann mache ich halt König C7. Dann muss ich im Zweifelsfall diesen E6-Bauern noch hergeben. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch schlimm. Okay, König A5. Und jetzt kann ich B5 machen, oder ist das auch matt? Beziehungsweise am Ende kommt diese Springergabel auf D3, dann mache ich erst König A4. Ist eine Plus-2-Partie, sollte mich nicht zu sehr stressen. Irgendwie gut, dass ausgerechnet diese Partie mit Inkrement ist. So, Springer C3, Springer C6, König C3. Mein Gegner hätte gerade auch Springer D3 gehabt, aber ich hatte halt noch das Schach auf B1 und dann König C3, also war alles noch gut. Und jetzt habe ich König E3 und jetzt hängt der Springer und das droht Turm B1 matt. Also das sollte es gewesen sein, aber mein Gegner hat sehr stark gespielt. Also ich weiß nicht, ob mein Gegner Deutsch versteht, aber hat eine sehr starke Partie gespielt. Okay. Eine 15-Minuten-Herausforderung sehe ich hier gerade, also die werde ich sicherlich nicht annehmen. Also wenn derjenige hier zuhört, dann bitte die Bedenkzeit ändern, weil 15 Minuten ist viel zu lang für diese Banterblitz-Show. Das soll ja nur 1,5 Stunden gehen und eine 15-Minuten-Partie kostet dann zu viel Zeit. Karo-Kann sollte ich machen. Und Stafford Gambit, das habe ich schon wieder vergessen. So, der Twitch-Chat. Was macht der Twitch-Chat? Trollt mich irgendwie? So. Nee, glaube nicht. Depressing Sunset. Ich weiß aber auch nicht, was du möchtest. Wo ist denn das Voting? Auf der englischen Seite unter den News, also wenn man auf der englischen Seite auf die News geht, findet man das, also unter Read News und dann ist da halt irgendwo der Artikel, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. So, ich sollte jetzt einmal überlegen, H3. Wie wollte ich das jetzt spielen? Ich glaube, man kann E5 machen hier. Ich meine, E5 ist eine interessante Idee. Ich meine, man kann auch dieses G6 Läufer F5 machen, aber E5 ist hier, glaube ich, konkret eine ganz gute Idee. Gut, Läufer C2 ist, glaube ich, nicht der kritischste Zug. Jetzt komme ich eigentlich relativ gut mit meinen Figuren raus. Okay. Ich glaube, ich nehme hier raus. Und jetzt, was mache ich jetzt? Gebe ich einen Schach auf E7 vielleicht? Ich will zwar noch nicht die Damen tauschen, aber zumindest muss Weiß fast Dame E2 machen. Gut, Läufer E3 geht auch, aber ist auch nicht der Zug, den man machen möchte. Ich denke, nach Dame E2 werde ich Läufer E6 machen, weil ich will eigentlich nicht die Damen jetzt vom Brett nehmen. Könnte ich, glaube ich. Ich glaube, dann hätte ich keine Probleme. Achso, ich habe auch Springer E4, sehe ich gerade. Springer E4 ist natürlich auch interessant. Ja, gut, dann kommt halt Rochade und ich weiß trotzdem noch nicht wirklich, was ich machen soll. Rochade. Na komm, ich mache einfach mal Springer E4. Gegen welchen Gegner ich mich am unwohlsten fühle. Moment, ich habe definitiv irgendeinen Gegner, gegen den ich einen ganz schlechten Score habe. Ich muss nur gerade überlegen, gegen wen das ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich
gegen irgendwen fast nur verloren habe. Ah ja, gegen Vitjukov habe ich einen unfassbar schlechten Score. Ich habe, glaube ich, irgendwie 0 aus 3 oder so gegen ihn. Also Moment, ich habe, wo habe ich denn überall gegen ihn verloren? Ich habe beim Grenke Chess Classic 2018 gegen ihn verloren, dann habe ich bei der Mannschafts-Europameisterschaft 2017, 18, ne, 2017 müsste die gewesen sein, habe ich gegen ihn verloren. Und ich glaube noch irgendwo, ach ja, Isle of Man, also Grand Swiss 2019 habe ich auch gegen ihn verloren, also ich habe gegen Vitjukov halt unfassbar schlechte Partien gespielt. Ich weiß selber nicht, warum. Ich habe mich aber bei der Blitz- und Schnellschach-WM in Moskau einmal gerecht. Da habe ich tatsächlich einmal gewonnen. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, aber gegen den habe ich einen sehr schlechten Score. So, Turm D3. Ja, ich, wahrscheinlich stehe ich nicht mal besonders toll. Ich habe irgendwie ein bisschen den Faden verloren, was ich hier machen soll. Ich kann E3 machen, dann kommt Dame F3 und dann weiß ich irgendwie auch nicht wirklich, wie ich weiterkomme. Oder Dame... Ah, wobei, ich glaube, E3 ist gut. Nach Dame B3 habe ich auch noch Läufer B7 und die Sache ist, nach Dame G3 will ich Turm F6, Turm G6 machen und weiß matt setzen auf G2. Hoffentlich. Ich glaube, das ist sogar gar nicht so schlecht. Also jetzt mache ich Turm F6. Springer D4 ist wahrscheinlich der Zug. Okay, Turm G6, kommt dann noch Springer F5 oder was? Springer F5, Dame E4. Ja, jetzt müsste man rechnen können. Ich sehe aber nicht, was Weiß dann großartig machen soll. Von daher machen wir mal Turm G6. Achso, es ist eine Plus-Null-Partie, dann sollte ich mich mal beeilen. ja, ich glaube, es ist eine Plus-Null-Partie. Aber gut, 30 Sekunden sollte schon noch eine Menge Zeit sein. Läufe B7, zumal die Stellung halt jetzt so langsam kippt. Turm D2. Okay, jetzt kann ich auf G2 rausnehmen, wenn ich nicht wahnsinnig bin. Doch, ich glaube, es geht. Turm G2, Turm G2 und nach Dame G2, Läufer G2, aber doch, ich sollte ein bisschen schneller spielen schon. Ich sollte das ein bisschen ernster nehmen, dass ich hier gefleckt werde, im Zweifelsfall. Wobei die Stellung schon ziemlich geworden ist, also ich glaube schon, dass ich dafür noch schnell genug bin. Zumal ich jetzt Dame E1 drohe, was ich hoffe, dass mein Gegner einstellen könnte. Das wäre sehr nett. Nee, macht er nicht. Okay. Gut, dann muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. G5, G4. Sieht aber aus, als ob es mich weiterbringen wird. Ja, König F1. Ja gut, mein Gegner stellt jetzt alles ein und jetzt lässt sich auch noch matt setzen. Das ist sehr nett von meinem Gegner. Ich glaube, mein Gegner wollte einfach irgendwie, dass ich das über die Zeit bringe. Okay. Spiel mal gegen Pesomo. Habe ich, glaube ich, noch nie gegen gespielt. Ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob mein Gegner da Deutsch sprechen kann. Und ich habe gerade eine Badge gewonnen für 25 in Folge gewonnene Blitzpartien, was natürlich beeindruckend ist. Sehr schön, sehr nett von Chess24, dass ich dafür eine Badge bekomme. So, ich mache mal D5. Achso, ja, ich vergesse irgendwie immer... Vor allem, das ist so schlimm mit mir. Ich frage, welche Eröffnung ich spielen soll und vergesse alles. Französisch, Tarasch, RC5 oder Springer F6 war da. Was studiert er nochmal? Mathe war das? Ich habe halt irgendwie alle Eröffnungsvorschläge vergessen, aber ich glaube, gegen B3 kann ich sowieso nichts davon spielen. Ich sollte dieses Stafford-Gambit spielen, was mir irgendwer auch reingeschrieben hat. E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer E5, Springer C6, Springer C6, DC6. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Gambit sein soll. Das stellt halt einfach einen Bauern ein, aber gut. So, C6. Ich sollte nicht zu müde sein. Ich habe mir diese Zeit ja zu einem gewissen Grad selber ausgesucht, aber okay. Also ich bin ja auch morgen und übermorgen nochmal hier. Und da bin ich auch beide Male ab 20 Uhr hier. Zumal ich auch morgen irgendwelche Fragen beantworten soll. Das heißt, falls ich jetzt heute irgendwelche Fragen eiskalt überlesen habe, ich glaube, morgen bin ich halb verpflichtet, die zu beantworten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet. Also das hier ist so ein Standardaufbau gegen B3. Ich spiele halt irgendwie so eine Art slawisch Aufbau mit dem Läufer draußen. Läufer D6, Dame E7 ist auch sehr normal und A5, A3 sind auch sehr normale Einschübe irgendwie.
Und jetzt muss man halt irgendwann überlegen, was man macht. Also bisher ist halt wirklich noch gar nichts passiert. Das hat man, glaube ich, so schon sehr oft gesehen. Ja, gut, D4. D4 ist ein bisschen komisch. Wobei, wahrscheinlich ist auch überhaupt kein Problem für Weiß. Ich mache mal Läufer G6, jetzt wird Läufer D3 kommen. Dann tausche ich halt diese Läufer ab. Und mit D4 ist halt immer die Sache, man behindert natürlich immer so ein bisschen seinen eigenen Läufer auf B2. So ein kleines bisschen. Also Läufer sind es nicht schlecht. Und Weiß hat leider auch noch die Kontrolle über E4. Von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, was mein Gegner macht. Ja, jetzt muss ich überlegen, wo ich die Türme hinstelle. Ich stelle mal einen nach D8. Okay, Rochade. Wahrscheinlich stehe ich überhaupt nicht gut. Also ich stehe natürlich völlig in Ordnung, aber mehr ist es halt, glaube ich, nicht. Ich kann E5 machen, dann tauscht sich alles auf E5 und es ist relativ ausgeglichen. Ich mache mal erstmal H6. Ich hoffe irgendwie, dass mein Gegner E4 macht. Okay, macht er. Okay, jetzt habe ich gesagt, ich hoffe es und jetzt muss ich auch irgendwas zeigen. Ich wollte tauschen auf E4, Springer F6 und dann irgendwann so dieses typische B5 machen. Das ist halt in dieser Stellung sehr üblich. Ich hoffe, dass Dame H4 kein Problem ist und dann irgendwelche komischen Züge, um den Läufer zu befreien. So, dann mache ich jetzt mal B5. Das ist halt sehr üblich, hier gegen diese Stellung so zu spielen, weil wenn Weiß den C-Bauern bewegt, wird das Feld D5 halt unfassbar schwach. Also muss er es eigentlich fast so stehen lassen. Aber dann gibt es häufig, okay, mein Gegner entscheidet sich für C5. Ich wollte gerade sagen, wenn Weiß den Bauern stehen lässt, dann wird man häufig einfach auf C4 tauschen und C5 machen, was Weiß üblicherweise dann mit dem Isolani auf der C-Linie lässt, was Weiß halt auch nicht haben möchte. Okay, Springer E5 ist ein bisschen lästig. Jetzt hängt der C6. Ich kann auf E5 nehmen, DE5 und dann sagen wir Springer D5, Dame D4, er muss ja den Bauern verteidigen. Und dann bräuchte ich jetzt irgendein geniales Feld. Ich habe aber das Gefühl, nehmen auf E5 ist trotzdem gut. Ich könnte auch Dame E8 machen, also Dame E8, Dame F3, Turm D5 geht auch. Ich probiere einfach mal rauszunehmen. Ich muss halt aufpassen, dass ich keine Figur nach D6 lasse. Okay, nimmt mit der Dame. Das ist überraschend. Ich dachte, man sollte schon mit dem Bauern nehmen, aber gut, dann wäre natürlich auch wird der C5-Bauer auch schwach. Also ich kann meinen Gegner auch zu einem gewissen Grad verstehen. Aber prinzipiell würde ich vermuten, dass DE5 schon besser ist, weil jetzt bleibt Weiß mit dieser sehr rückständigen Struktur über. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern im Laufe der Partie. Ob es eine Öffnung gibt, die man spielt, wo ich sage, oh Mann, das wird echt unangenehm. Nee, ich glaube nicht. Also klar, es gibt Eröffnungen, gegen die spielt man lieber als gegen andere. So, ich muss einmal den H6 verteidigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Eröffnung für mich ganz schrecklich ist. Also ich hatte früher immer so ein bisschen Angst vor Holländisch, obwohl es halt eigentlich eine super schlechte Eröffnung ist. Aber irgendwie habe ich mich damit immer schwer getan, weil diese Stellungstypen ein bisschen ungewohnt waren. Ich tausche einfach mal die Damen. Aber es gibt jetzt keine Eröffnung, wo ich sagen würde, oh Gott, gegen die will ich auf keinen Fall spielen. So, ich versuche mal Springer D7 und Springer C5 als Trick anzudrohen. Vielleicht ist mein Gegner ja nett. Wenn er den Turm wegzieht von D1, muss ich allerdings überlegen, was ich mache. Okay, oder B4, es geht natürlich auch. Es geht leider auch. Und ich hätte auch gerade einfach E5 machen können. Ich bin manchmal echt ein Idiot. Ich hätte E5 machen können, statt Springer D7, und dann hätte ich den Bauern auf D4 gewonnen. Gut, ich mache A4, ich schließe das Ganze mal. Und jetzt muss ich irgendwie meinen Springer geschickt umgruppieren. Ich gehe mal über F8, G6, E7, versuche ich nach F5 zu kommen, um den Bauern anzugreifen. Sieht zwar sehr langsam aus, aber mein Gegner kann halt fast nichts machen fürs Erste. So, soweit, so gut. Dann gehen wir mit nach E5 mit Schach. Und jetzt gibt es auch E5 theoretisch. Ich probiere mal E5, König F5, E schlägt D4 Schach und dann kann ich auf C3 nehmen am Ende. Und nach Turm E5, DC3 ist das Bauern ins Spiel, bin ich rechtzeitig. Also Turm E5, DC3, tauscht alles auf D5, C6, C2, C7 und C1 Dame. Funktioniert. Okay, why must I lose to this Bogues? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon häufiger gestellt habe, wenn man gegen Maxi Bogues spielt. Es ist leider online sehr schwierig, gegen ihn zu spielen. Er ist schon stark. Habe ich Caro Kann jetzt schon gespielt? Weiß ich nicht. Ich sollte es auf jeden Fall machen. Ah, doch, ich habe es schon gespielt und ich wollte eigentlich sofort mitspielen. Ich bin ein bisschen durch. Tut mir leid. Tut mir leid dafür. Also ich bin nicht ganz gut. So, ich habe jetzt mal diese Caro Kann-Variante mit EF6 gespielt, die heutzutage relativ populär ist.
ob ich noch andere Sportarten verfolge oder betreibe. Also nichts, was ich regelmäßig mache, leider. Also muss ich natürlich irgendwie bewegen, aber ich habe keine anderen Sportarten, die ich im Verein oder sonst was mache. Also immer mal so ab und zu, aber nichts, was regelmäßig ist. Und gut, aktuell ist ja sowieso vieles schwierig, aber habe leider außer Schach keinen richtigen Sport, den ich betreibe, und verfolgen ist das Gleiche. Also ich interessiere mich irgendwie auch fast nur für Schach, wenn ich Sportarten verfolge. Also Fußball zum Beispiel bin ich halt, auch wenn ich damit jetzt wahrscheinlich einige verärgere, irgendwie überhaupt kein richtiger Fan von. Hatte ich irgendwie noch nie so Spaß dran zu gucken. Ja, und auch andere Sportarten. Da gibt es eigentlich wenige, die ich wirklich verfolge. So, ich habe jetzt einfach mal alle Figuren irgendwie sinnvoll hingestellt. Dame C7, so, jetzt hängt der Bauer auf H7. Ich kann den mit Springer F8 aber ganz bequem decken. Ich hätte natürlich auch überlegen können, ob ich auf F3 nehmen kann, ehrlich gesagt. Und den Bauern halt vorübergehend opfere. Ich war mir aber halt nicht sicher. Läufer F3, Läufer H7, König H8, GF3. Vielleicht hätte ich das einfach machen können und dann G6. Ja, ich glaube, ich hätte es machen können. Das war ein bisschen dumm, das nicht zu tun, weil jetzt geht halt Springer D2. Gut, dann tausche ich halt den weißfeldrigen Läufer hier. Das ist auch nicht so schlimm. Nein, die Partie will ich nicht verlassen. Was möchte Chess24 von mir hier? So. Läufer F4 ist ein Zug. Ich will ja halt den schwarzwertigen Läufer nicht gegen seinen Springer abgeben. Das würde irgendwie mir nicht gefallen. Deswegen mache ich mal Läufer F4. Ich glaube, das ist normal. So. Tausche ich ab. Ich glaube, es gibt keine besonderen Abzüge mit dem Springer in der E-Linie. Und jetzt Springer G3, dann, ja, was mache ich? Ich kann Springer E6 vielleicht machen. Ich möchte halt mal so langsam meine Figuren aktivieren. Wobei Springer E6 lässt natürlich auch Turm E3 oder sowas zu. War vielleicht auch nicht optimal. Ich wollte halt eigentlich Springer E6, die Dame weg und dann den Springer nach F4, aber ich bin jetzt zu langsam nach Turm E3, was mein Gegner auch sofort gefunden hat. Ja, das war ein bisschen blöd. Springer D4 geht halt nicht, weil er auf E8 zwischennehmen kann, leider. Sonst wäre Springer D4 ein schöner Trick, CD4, Turm E3. Und dann kann ich am Ende mindestens den D3-Läufer gewinnen, aber leider kann er auf E8 zwischennehmen. Das ist blöd. Ja, was mache ich jetzt überhaupt? Ich bin ein bisschen überfordert. Irgendwie bin ich sehr unzufrieden mit dem, was ich hier getan habe. Ich mache mal Turm E7 und Turm E8 nach Turm E1, aber es ist eigentlich ein bisschen langsam. So, und dann will ich jetzt halt, ich hoffe, dass er diese Fesselung noch nicht ausnutzen kann. Ich will jetzt halt die Dame nach D6 wahrscheinlich zurückziehen und dann Springer F4. Ist nicht optimal, aber die E-Linie abgeben sieht halt auch sehr schlecht aus. Gut, den muss ich rausnehmen. Es könnte aber, glaube ich, schlimmer sein. Und okay, will mein Gegner jetzt einfach alles abtauschen? Das ist blöd. Gut, ich muss wahrscheinlich G6 ziehen. Das fühlt sich schon an wie der richtige Zug. Ich vermute fast, mein Gegner will einfach auf E6 rausnehmen und die Stellung sehr vereinfachen. Und ich muss wahrscheinlich auch mit dem Bauern wieder nehmen, weil sonst, wenn ich mit dem Turm wieder nehme und alle Türme tausche, kommt Dame B3 am Ende und beide Bauern hängen. Gut, dann habe ich zwar Dauerschach, aber keiner will hier Remis spielen, also ich zumindest nicht. Das heißt, ich werde mit dem. Okay, gut. Viel Gerede um nichts. Mein Gegner nimmt nicht auf E6. So, ich mache mal erstmal König G7. Aber jetzt bin ich wieder relativ glücklich mit der Stellung. Zum einen kann ich irgendwie Springer. Okay, mein Gegner nimmt Springer F4 aus der Stellung. Gut, danke. Dann nicht. Okay, dann mache ich König F8, weil ich gerade sonst nicht weiß. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, leider. Ja, war alles nicht so toll. Okay, ich tausche einfach alle Schwerfiguren ab. Ich weiß nicht, was sonst. Das Endspiel ist natürlich eigentlich überhaupt nicht besser für Schwarz. Aber ich werde einfach versuchen, meinen Gegner über die Zeit zu ziehen, weil ich langsam kein anderes Mittel mehr habe. Okay, G5, H6. Ich habe zwar noch ein bisschen weniger Zeit, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Okay, ich mache C5. Jetzt kann ich den Bauern auf ein weißes Feld festlegen. Jetzt kriege ich den König nach E5. Okay, ich glaube, so langsam habe ich doch was erreicht. Manchmal ist es auch einfach gar nicht so schlecht, ins Endspiel zu gehen und dann gucken, was passiert. Es ist sicherlich immer noch Remis, aber ich habe das Gefühl, ich spiele jetzt auf Gewinn, was definitiv ein Fortschritt ist. Wenn er nimmt, Springer nimmt, habe ich jetzt auch eine gute Struktur. Und ja, jetzt habe ich F5, Springer H3.
Jetzt ist mein Gegner leider ein bisschen zusammengebrochen. Ja, gut, das kann ich alles rausnehmen. B3. Mein Bauer ist auch sehr schnell. So, Sprung F2. Und ich mache mal F3. Springer E4, Springer D6 und F2 und dann hole ich mir eine Dame. Okay. Danke für die Partie. Why must I lose to this box? Hat sehr gut gespielt. Bis dann halt irgendwann dieses Endspiel kam, wo ich glaube C4 war ein sehr ungenauer Zug. So, mit Weiß. Sollte ich irgendwas mit Weiß machen? Ich mache einfach mal E4, weil es gab viele E4-Öffnungen. Ja, mit Mathematik lässt sich das Leben erklären und vieles mehr. Ja, weiß ich nicht. Also, weiß nicht, ob man so viel mit Mathematik erklären kann, aber man kann es versuchen. Ja, ich spiele es gegen Karokan irgendwie. Okay, Läufer E6 ist sicherlich nicht der beste Zug. Also Läufer G4 wäre schon der Zug gewesen, weil ich jetzt schon meinen Springer nach F3 gestellt habe. Ich weiß nicht, ob Läufer E6 ein Mausslip war oder geplant war, weil ich habe das Gefühl, entweder wollte mein Gegner E6 ziehen oder halt den Läufer weiter rausstellen. Gut, jetzt hat Weiß halt irgendwie ein Tempo verloren, auch wenn es vielleicht nicht... Weiß hat ein Tempo verloren, Schwarz hat ein Tempo verloren. Was halt zu Problemen führen kann. Ich vermute, C4 wäre jetzt hier richtig. Ich probiere es zumindest einfach mal. Ob ich hauptberuflich Schach spiele? Ja, also semi-hauptberuflich. Also ich bin ansonsten... Die andere Hälfte wäre halt Student noch. Bin immer noch im Studium und das nimmt im Moment auch fast mehr Platz ein als Schach, weil es halt kaum Schachveranstaltungen gibt. Ich probiere mal Springer C3. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber ich habe nicht gesehen, woran es scheitert. Also CD4, Springer D4 kann ich tauschen. Also gut, Springer E5 scheitert an Springer F5 mehr oder weniger. Und jetzt kann ich tauschen und Schwarz ist zu langsam, um jetzt irgendwie meine Dame wieder anzugreifen. Das heißt, Schwarz muss wahrscheinlich auf C4 rausnehmen. Oder Springer E7, aber Springer E7 sieht auch schon recht langsam aus. So, ja, genau, jetzt nehme ich auf D5 raus. Und Schwarz muss auch so Läufer B5 Schachgeschichten im Auge behalten. Ich glaube, das sieht sehr gefährlich aus für Schwarz. Also wahrscheinlich ist ED5 der einzige Zug. Ich wüsste nicht, was man sonst ziehen soll. Und dann an Läufer B5 Schach kann man halt Läufer D7 noch machen vielleicht. Das sieht zwar sehr verdächtig aus, aber ich kann es nur nicht widerlegen. Kann auch Läufer G5 versuchen vielleicht. Läufer G5, jetzt kann Schwarz halt Springer C6 eventuell machen. Ob ich immer einen Freiplatz für die DJM habe? DJM soll Deutsche Jugendmeisterschaft sein, oder was genau soll DJM sein? Also gut, die kürzt man, glaube ich, meistens DJEM ab oder so, aber wahrscheinlich meinst du damit die Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft? Ja gut, also ich meine, ich bin natürlich inzwischen ein bisschen zu alt dafür, also das war jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr relevant. Ja, Springer C6 war sehr stark, weil nach Läufer D8 Springer D4 gekommen wäre und dann wäre alles gegangen für Schwarz. Jetzt Läufer E7 ist wahrscheinlich der Zug. Irgendwie hat mein Gegner hier überlebt. Okay, damit C7 ist, glaube ich, falsch. Ich vermute, Läufer E7 wäre halt noch relativ okay gewesen. Sogar Läufer E7, Dame E7, Dame E7, Springer E7 und dann irgendwie weitermachen. Jetzt werde ich auf D5 nehmen und nach Dame E5 werde ich Läufer F3 machen. Und dann steht die Dame halt hier sehr gefährlich in dieser Linie. Das heißt, auf E5 nehmen geht wahrscheinlich gar nicht. Aber sonst hat man natürlich einen Bauern verloren jetzt. Achso, da, ja. Genau, Läufer F3 und jetzt drohe ich Turm E1. Sehr stark drohe ich Turm E1. Also ich weiß nicht, ob man sich dagegen noch irgendwie wehren kann. Wahrscheinlich nicht. Der König kann halt im Moment nicht rochieren, weil meine Läufer hier im Weg stehen. Okay, Läufer E6 ist natürlich noch ein Versuch. Ich mache mal trotzdem Turm E1. Der Läufer bleibt halt jetzt gefesselt auf E6. Ich vermute, damit E6 ist der Zug. Und dann mache ich Turm AD1. Okay, damit C7 geht nicht wirklich wegen Springer schlägt C7. Aber auch nach Dame D6, Turm AD1 wäre sehr schwer geworden. Na, danke für die Partie. Okay. Nehme ich mal
The polite German. Das klingt irgendwie schon ein bisschen kontraintuitiv. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen höflichen deutschen Menschen erlebt habe, aber gut. Okay, es wurde sich ja Englisch gewünscht, von daher mache ich einfach mal E5, dann kann ich das jetzt mal mit Schwarz spielen und Läufer B4 hier. Okay, Läufer G3, jetzt nimmt man auf C3, soweit ich weiß. Ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich glaube, ich wollte hier nehmen, als ich mir das irgendwann mal angeguckt habe, was auch schon wieder eine Weile her ist leider. Genau, BC3, gut, ich mache erstmal D6 und ich glaube, dass es schlau ist, hier F5 zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt der Versuch, irgendwie ein bisschen mehr Raum zu gewinnen direkt. So sozusagen auszunutzen, dass ich noch nicht Springer F6 gespielt habe, sondern sofort Läufer B4. Und jetzt halt theoretisch irgendwie anzugreifen, sagen wir, ich mache mal Dame E8, sieht auch ein bisschen komisch aus, aber oder ich mache, ich weiß ja nicht, ob ich C6 oder Springer C6 machen will. Springer C6, Turm B1 stört mich ein bisschen. Ja, vielleicht mache ich C6. C6 schwächt natürlich auch, aber ich will halt unbedingt meinen Läufer nach E6 entwickeln, was ich jetzt endlich kann. Und dann den C4 angreifen, der ein bisschen schwach ist. Okay, C5 geht natürlich. Ich werde aber mal D5 machen, um mir jetzt zu sagen, dass dieser Läufer auf A3 eine sehr schlechte Figur ist. Also, genau, ich mache jetzt auch E4. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus, weil ich selber keinen schwarzfeldigen Läufer habe, aber ich will einfach ausnutzen, dass dieser Läufer auf A3 wirklich überhaupt nicht mitspielt im Moment. Und wenn weiß jetzt nicht H4 macht, komme ich direkt zu G5, was glaube ich sehr gut ist. Achso, italienisch, please. Ja, gut. Werde ich versuchen in der nächsten Partie. Ja, Läufer E6 war kein schöner Mauslip von meinem Gegner. Also ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Mauslip war. Aber man kann hier leider auf der Chess24, glaube ich, in der Playzone keine Züge zurücknehmen. D4, C4, D... Moment. Ich verstehe noch gar nichts. D4, C4, D5, C3... es verwirrt mich komplett. Ich weiß nicht, kannst du es vielleicht nochmal irgendwie erläutern? Also entweder habe ich gerade ein Brett vorm Kopf oder ich verstehe nicht wirklich, was damit gemeint ist. Habe ich Läufer H5, geht halt Dame B2 und greift den B7 an. Deswegen mache ich erstmal H6. Okay, F4. Opfert natürlich eine Figur. Was riskant aussieht, aber gut, mal gucken. Ich lasse mir das erstmal zeigen. Gut, wahrscheinlich kommt Dame F3, G4, Dame F5 und dann hängt mein Springer auf F6. Deswegen nach Dame F3 kann ich auch einfach Läufer G6 machen, wenn ich das irgendwie ein bisschen langsam spielen möchte. Okay, Läufer F3 verstehe ich nicht so ganz. Jetzt habe ich doch Zeit, G4 zu spielen. Ich dachte, Dame F3 sollte man machen. Ja gut, jetzt kriege ich den Läufer. Also Dame F3, G4, Dame F5 und... Achso, ich nehme auf H3 und greife den Läufer auf G2 an, deswegen gewinne ich trotzdem eine Figur, ja. Gut, dann bin ich der Idiot. Dann war halt F4 schon sehr schlecht wahrscheinlich. Dann hätte das auch nicht mehr funktioniert. E4, D5, ED5, Springer F6 und Läufer G4. Das kann ich versuchen. Beziehungsweise wahrscheinlich kriege ich die nächste Partie wieder weiß, deswegen kann ich das da nicht versuchen, aber in der Partie danach. Ja, und R34CH oder wie auch immer, oder ist das irgendwie Leadspeak und ich bin zu blöd, das zu verstehen? Reach, achso, Reach einfach, ja, ich bin zu blöd. Ja, ich tausche einfach die Damen jetzt. Tatsächlich habe ich irgendwie gefühlt auch fast zwei mehr Figuren, weil dieser Läufer auf A3 nach wie vor halt eine unfassbar schlechte Figur ist. Also der hat halt fast keine Zukunft. Also ich glaube, dieser Läufer A3, C5 war halt grundlegend falsch, weil danach diese Figur einfach nicht mehr mitspielt. Weil ich denke, auch wenn C4 kommt, werde ich halt nicht den Gefallen tun, irgendwie zumindest werde ich irgendwie nach Möglichkeit diesen Läufer noch weiter aus dem Spiel halten. Okay, Springer D3. Ich mache mal Läufer H5. Ich weiß nicht genau, warum. Aber zum einen will ich halt den F5 decken und zum anderen, gut, will ich jetzt demnächst halt irgendwie Springer D2 machen und dann irgendwelche Tricks drohen. Okay, ja, Springer F4 ist ein bisschen lästig. Ja, ich weiß auch schon, warum ich ein komisches Gefühl bei Läufer H5 hatte, weil es halt einfach keinen Sinn macht, weil ich jetzt wieder zurückgehen muss. Ich werde natürlich nicht Remis machen, also keine Sorge, aber... Ich gehe jetzt einfach mal nach G6, dann muss ich nämlich nicht wieder zurück, wenn er angegriffen wird. Ich habe irgendwie Springer F4 einfach ein bisschen übersehen. Ja gut, den kann ich auch noch rausnehmen, das ist noch mehr Material. Ja, jetzt wird der Läufer tatsächlich aktiviert, aber ich glaube, dass es halt kein so großes Problem ist. Ja, okay, Läufer D4, Turm C8 mache ich erstmal. Und dann Turm C1 oder was auch immer weiß machen muss. Und irgendwie muss ich dann mal so langsam weiterkommen.
Kann ja nicht sein, dass ich immer noch spielen muss. Okay, Turm G1 sieht fast aus, als ob es irgendwie eine Art Selbstmattversuch ist, aber gut, Springer F2 ist halt noch kein Matt nach König G2. Schade eigentlich. Ich hoffe mal, dass Weiß versucht, G4 zu spielen, weil das stellt halt einfach was an. Okay, leider nicht. Ja gut, dann mache ich Läufer H5 und drohe Läufer F3, was mein Gegner jetzt auch zulässt. Und das ist dann noch mehr Material. Ja gut, den werde ich einfach rausnehmen und dann auf A2 nehmen. Nach König H3 ist matt, genau, Springer G5 und Turm H2. Ja. Danke für die Partie. Mir wird jetzt auch schon empfohlen, die englische Eröffnung anzugucken. Ja, vielleicht war meine Eröffnungshandlung nicht perfekt, aber was soll man machen? So, ich versuche mal irgendeinen Gegner rauszunehmen, gegen den ich noch nicht gespielt habe. Ups, Kitty habe ich, glaube ich, noch nicht gegen gespielt. Und bei dem Profilbild kann man ja irgendwie auch nicht widerstehen zu spielen. So, ich kriege wieder schwarz. Das heißt, ich könnte jetzt entweder dieses Skandinavisch versuchen. Das von Reach verstehe ich halt nicht im Chat. Also, keine Ahnung, Defizit. Also, irgendwas verwirrt mich daran einfach unfassbar. So, E4. Gut, D5 sollte ich versuchen. Und dann probieren wir das einmal. Springer F6. Und jetzt Läufer G4, ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig umgesetzt. Läufer E2 und jetzt müsste ich natürlich irgendeine Ahnung haben, was ich hier tue. Ich vermute mal, ich nehme hier raus und nach Dame E2 wahrscheinlich Dame D5 oder was ist der Plan? Wahrscheinlich. Ja, kann eigentlich nicht so schlimm sein, die Stellung. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt schon eine Leichtfigur getauscht habe, kann man solche Stellungen eigentlich immer ganz bequem spielen. Ich weiß nicht, ob E6 richtig war, wahrscheinlich nicht. Bin halt kein skandinavischer Spieler. Stelle ich die nach H5? Vielleicht. Ich gehe mal nach H5, um so zu tun, als würde ich irgendwie aggressiv spielen, was eigentlich nicht der Fall ist. Aber man kann ja mal zumindest so tun. Ich gehe Läufer B4. Ich vermute, Läufer D2 wäre der normale Zug. Oder einfach auch Rade. Ja, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht auf C3 rausnehmen. Ich werde auch mal rochieren, glaube ich. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sonst irgendwann D5 gekommen wäre und diese Festung sehr lästig geworden wäre, was man natürlich nicht will. Ja, H3, gut, dann mache ich Springer D7 erstmal. Ich denke, das ist ganz bequem für Schwarz eigentlich. Also sicherlich nicht besser, aber halt ausgeglichen. Turm FE8. H3, will ich eigentlich nicht rausnehmen wahrscheinlich. Ich will eigentlich nicht meinen schönen Läufer abgeben. Deswegen mache ich mal Läufer F8. Und C5 wollte ich jetzt machen. Ich wollte endlich mal hier das Zentrum angreifen von Weiß. So. Und nach DC5 Springer C5 sieht das, glaube ich, alles ganz gut aus. Turm AD1 kann man natürlich machen. Ich kann halt in das Endspiel gehen nach CD4, Dame E2. Weiß ja nicht, ob das jetzt so besonders toll ist. Es ist halt vollkommen ausgeglichen auf den ersten Blick. Ja, ich würde gerne irgendwas Spannenderes machen, aber ich weiß nicht was. Sieht halt einfach aus, wie die korrekte Stellungsbehandlung irgendwie hier rauszunehmen und die Damen zu tauschen. Ich würde ja gerne irgendwie eine spannendere Stellung spielen, aber irgendwie sieht es halt sehr stellungsgemäß aus, da rauszunehmen. Und dieses Endspiel ist halt ausgeglichen, aber man kriegt, glaube ich, oft Chancen mit Schwarz in solchen Endspielen. Also ich kriege sowas ja häufiger, wenn ich Französisch spiele. Jetzt muss Weiß halt so ein bisschen gucken, was er mit seinem Bauern macht auf C4. Den kann er schon gar nicht mehr decken, tatsächlich. Das ist jetzt natürlich mehr Glück als Verstand. Also war eigentlich nicht geplant, aber nach B3 hängt halt der A3-Bauer, abgesehen davon, dass B5 auch eine Option wäre nach B3. Ja, aber Weiß kann tatsächlich den Bauern nicht mehr verteidigen, was irgendwie ein bisschen Stellungspech ist. Ja, ich kann halt auch B5 machen, aber ich glaube, ich nehme auf den Bauern raus. Also warum soll man kompliziert spielen, wenn man auch einfach einen Bauern nehmen kann? Gut, ich mache erstmal H6, ich habe Angst vor G5. Muss man ja nicht zulassen. Aber ansonsten werde ich im nächsten Mal B5 machen. So, B5.
Und jetzt könnte ich noch einen zweiten Bauern gewinnen. Also Turm A1, aber ich laufe B4, das heißt, der A6 fällt nicht. Ah, den habe ich eingestellt. Ah, den habe ich komplett eingestellt, Springer B1. Und jetzt hängt mein Läufer und jetzt hängt gleich B5. Den habe ich komplett übersehen. Ja, ich muss wahrscheinlich den Bauern hergeben. Ich meine, ich stehe immer noch besser, aber den habe ich wirklich absolut eingestellt. Also das war nicht gut. Ja, gut. Aber ich denke, jetzt kann ich hier rausnehmen und Springer D5 und habe immer noch einen gewissen Stellungsvorteil, weil jetzt seine Bauern halt alle schwach sind. Also muss ein bisschen aufpassen, dass ich gleich Springer D6 nicht einstelle, aber das habe ich ausnahmsweise mal gesehen. Das heißt, sobald der Turm wegzieht, also er muss erstmal den Turm wegziehen, habe ich jetzt Zeit für Turm B8. Ja, Turm B8 sollte okay sein, wobei, ja doch, ich mache Turm B8. Springer C7 nervt mich ein bisschen, aber zur Not nehme ich den halt einfach raus. Okay, Springer D4 und jetzt müsste man gut Endspiele spielen können. G5 ist vielleicht eine interessante Idee. Ich glaube, G5 ist interessant. Sieht zumindest so aus, als hätte ich Ahnung, was ich hier tue. Zum einen will ich das Feld F4 kriegen für meinen Springer und halt auch das Feld E5 für den anderen Springer. Ist enorm wichtig. Und dann werden meine Figuren jetzt alle sehr aktiv. Also ich fange, glaube ich, mit Springer E5 an, was halt auch unter anderem F7 deckt. Und nach Turm F2 zum Beispiel kann ich Springer F4 machen, wonach Weiß schon fast irgendwie die Qualle geben würde oder sowas. Aber ja, gut, mein Gegner macht Turm G3. Jetzt mache ich aber Turm B4, denke ich. Ich greife den Springer an, der halt auch noch den Bauern B3 verteidigt. Das heißt, Weiß muss jetzt irgendwie gucken, was man tut. Okay, Springer C2 ist natürlich noch eine gute Option. Ist tatsächlich noch eine relativ gute Option. Hatte eigentlich gehofft, dass hier schon mehr geht. Aber Springer C2 lässt Weiß noch leben. Ich mache einen Turm E4. Sieht nicht unbedingt korrekt aus, aber ich will meinen Turm halt hier ein bisschen reinbringen. So, jetzt allerdings wird der Springer getauscht, aber ich kann halt meinen anderen nach F4 bringen. Einzige Frage ist, ob ich Turm D8 noch mache. Turm D8, dann kommt wahrscheinlich Turm E3. Dann kann ich tauschen. Und Turm D3, dann stehe ich sehr gut. Ich sollte nach wie vor ganz gute Gewinnchancen haben. Ah, zumindest, okay. Der, gut, dann gebe ich erstmal das Schach. Wenn jetzt König G2 kommt, genau, was halt sehr natürlich aussieht, mache ich Springer G6 und kriege das Feld F4 mit Schach. Und dann kann ich hoffentlich anfangen. Oh, hoffentlich anfangen, irgendwie mal zu setzen. Ist zumindest sehr gefährlich. Ich mach mal. Achso, Springer F4, Turm F4 sollte ich nicht einstellen. Ich bin heute irgendwie auch ein bisschen dazu geneigt, Sachen einzustellen. Ich mach mal erstmal Turm B1. Dann muss ich nicht so viel rechnen. So, Springer C4. Mein Gegner will mich die ganze Zeit einfach austricksen. Jetzt immer so Springer D2 Ideen, aber ich kann erstmal Schach geben und dann mit dem Turm wieder nehmen. Da gibt es auch keine Gabel. Das heißt, König H2 ist Pflicht. Oder König F3 natürlich. Aber König F3 könnte auch Nachteile haben. König F3. Tja, ich mache mal Turm E1, weil ich nicht weiß, was sonst. Und drohe jetzt Turm H1, glaube ich. Doch, Turm H1 sieht gut aus. Zumal ich mit Turm H3 halt auch matt drohe direkt. Das ist halt das Problem. Der Turm auf F2. Achso, ich drohe überhaupt kein Matt. Der König kann noch nach E4. Perfekt. Ja, tut mir leid für die Qualität der Partien. Allerdings habe ich dieses Schach und das reicht tatsächlich. Nach König D4 habe ich Turm D1. König E5 geht nicht wegen Turm D5 und König C5 habe ich mindestens Springer D3. War zumindest mein Gedankengang. Nach nimmt, nimmt, kriegt er halt noch den F7, was auch ein bisschen lästig ist. Aber gut, ich mache es einfach mal, weil ich habe sonst auch nicht mehr so viel Zeit. Genau, Turm D3, Turm D3. Turm F7 geht nicht wegen Turm CA, Turm C1. Gut, jetzt kommt auch Turm C1 und nach Springer C4, Turm C3 gewinnt den Springer. Dann ist es auch vorbei. Turm F4 geht halt leider nicht, weil der Bauer noch auf G5 steht. Das sollte gewonnen sein. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Gegner versucht, mich zu flaggen. Das sollte in dieser Stellung hoffentlich nicht funktionieren. Nach König F6 mache ich einfach Turm F4.
Da kenne ich nichts. Okay, und nachdem mache ich Turm A8. Turm A4, Turm A8 wäre schön. Das ist der Zug, den ich hoffentlich im nächsten machen kann. Mit Matt. In der deutschen Rangliste stehe ich, ja gut, also nach viele Elo halt noch auf Nummer 2, aber live halt im Moment wieder Nummer 1, nachdem Alexander Lutschenko leider einiges an Elo eingestellt hat in Wijk aan Zee. Ja, von daher bin ich live im Moment auf Platz 1. Ja, genau, und ja, gerne die Partie. Ja, achso, das war die englische Partie mit dem Läufer A3 und C5. Ja, also wie gesagt, ich denke, dieses Läufer A3 in Verbindung mit C5 war halt schon sehr schwierig, danach für Schwarz zu spielen. Für Weiß zu spielen, meine Güte. So, ich sollte irgendwie Stafford Gambit spielen. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was der Sinn davon ist. Wahrscheinlich weiß mein Gegner auch überhaupt nicht. Achso. Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich gerade sagen wollte. War gar nicht so schlecht, wie die Öffnung Bandes ist, aber ein frühes D5 von Weiß wäre gefährlich geworden. Man muss sich da auskennen. Ja, ich glaube auch, dass man sich auskennen muss. Ja, wow, und jetzt habe ich dieses komische Stafford Gambit gespielt, mein Gegner macht D3. Toll. Also das heißt, ich habe Russisch gespielt, mein Gegner macht einfach D3. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Dann mache ich Springer C6. Okay. Keine Ahnung, ich bin halt absolut kein E4, E5-Spieler, aber irgendwie sieht das komisch aus, wenn Weiß den Läufer für F1 stehen lässt. Sieht nicht so aus, als ob Weiß sich jetzt hier große Hoffnung auf einen Vorteil machen kann. Ich mache mal D5. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich probiere es einfach mal aus. Ich vermute, Läufer F6 wäre der. Okay, so bin ich eigentlich sehr zufrieden mit Schwarz. Jetzt stehe ich wahrscheinlich schon minimal angenehmer. Dame E7. Ja, und der Springer geht nach F4. Jetzt sollte Schwarz schon gut stehen, denke ich. Mach mal Turm D8. Ja, auf jeden Fall stehen alle meine Figuren aktiv. Ich muss halt nur gucken, dass Weiß nicht irgendwie zu Springer D5 oder sowas kommt, aber noch steht mein Springer auf F4 und verteidigt alles. Ich mach mal Dame F6 und Dame G6. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber ich versuche mal matt zu geben, irgendwie. Meine Bilanz gegen Gusti. Ich habe tatsächlich noch nie eine Langzeitpartie gegen ihn gespielt, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Also ich habe halt praktisch mit Schachspielen angefangen, als er schon so halb im Ruhestand war. Deswegen gibt es keine besondere Bilanz. Laut Theorie ist statt D3 D4 gut. Warum ist D4 so besonders gut? Es ist doch einfach Russisch. Und ja klar, ich meine, D4 gibt es, aber ich dachte immer, Russisch ist somit die solideste Öffnung, die es gibt. Und dagegen gibt es auch keine besonderen Ideen, dachte ich zumindest immer. Deswegen bin ich gerade überrascht von der Aussage, dass D4 so toll ist. Da, ich mache mal Läufer G4. Ich habe jetzt nicht alles berechnet. Also gut, nach GF habe ich auf jeden Fall Läufer F3 und stehe gut. Gut, nach dem dachte ich halt, dass ich hier mit Schach nehmen kann mindestens. Und nach Turm E2 habe ich Dame H5. Was? Achso, ich habe auch einfach Läufer E2, ja. Läufer E2, Springer G6, Läufer D1, ja, gewinnt direkt Material. Man muss nicht immer so kompliziert spielen. Dame H5 wäre natürlich auch gut gewesen, aber Läufer E2 ist irgendwie viel einfacher. Ja, Läufer D1 und der Springer auf G6 hat ja auch überhaupt kein Feld. Jetzt gewinne ich auch einen ganzen Turm. Also Springer G6 war natürlich keine gute Entscheidung. Also lieber auf E2 wieder nehmen, dann ist es nur eine Qualle. So ist es ein ganzer Turm und das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ja, also ich habe halt irgendwann mal eine Schnellschachpartie gegen Gusti gespielt, aber das ist auch schon, ich glaube, das war 2017. Die ist Remis ausgegangen, auch relativ langweilig, die Partie. Ja, und irgendwann habe ich, glaube ich, mal bei so einem Hamburger Weihnachtsblitzen, als ich, keine Ahnung, 12, 13 war, habe ich, glaube ich, gegen ihn verloren. Aber ja, also keine aktuellen Partien gegen ihn. Ja, mein Gegner gibt auf nach F5. Ein ganzer Turm ist halt einfach zu viel. So. Gibt es hier irgendwen? Ich wollte noch mal einmal irgendeine höhere Zahl nehmen. Ja, oder auch nicht. Dann spiele ich gegen Fito Naga. Hurt in McDonald-Inseln. Kenne ich nicht mal. Ich dachte erst irgendwie, das sei in der kleinen Aufnahme, sah es so ein bisschen aus wie die australische Flagge. Wahrscheinlich blamiere ich mich gerade völlig, aber diese Inselgruppe habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber gut, es gibt halt so viele von diesen Inseln, die man noch nie gehört hat. So, ist Fito Naga da oder nicht? Oder ist die Internetverbindung auf den Hört der McDonald-Inseln so schlecht?
Ist angeblich online. Ich warte mal noch so 5 bis 10 Sekunden. Ansonsten muss ich die Partie abbrechen. Was ich, glaube ich, jetzt tun werde. Tut mir leid. Aber wenn man nicht zieht, dann ist es schwierig. Dann spiele ich gegen Monkey King. Monkey King 37. Ich mache mal nochmal E4. Wie viele Partien ich noch spiele? Okay, wir haben 27. Also die Show soll 1,5 Stunden gehen. Das heißt, logisch betrachtet, wahrscheinlich noch die und noch eine andere. Aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Okay, sizilianisch. Hat mir hier irgendwer gesagt, was ich machen soll? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, keine Ahnung, dann spiele ich einfach mal irgendwas. Mir hat hier, glaube ich, niemand gesagt, was ich tun soll. Wir spielen einfach mal wahrscheinlich Neidorf, ohne dass ich irgendwelche Theoriekenntnisse habe. Okay, mein Gegner spielt nicht Neidorf und jetzt bin ich schon out of book. Ich habe halt immer nur die Partien mit A6 hier gesehen. Ich weiß nicht, was man nach Springer C6 macht. Ja, das heißt, wir werden jetzt sehen, wie gut ich mit dieser Stellung klarkomme. Warum ist Springer C6 schlecht? Oder wird nicht gespielt? Nimmt man den raus? Nimmt man den raus und macht E5? Ist das irgendeine Variante? Wobei, es sieht auch ein bisschen gekünstelt aus. Na ja gut, aber rausnehmen sieht schon logisch aus. Ich weiß aber halt nicht, ob es E5 ist. Ich mache Läufer C4, kommt halt E6, D5 ist auch Quatsch. Mach mal Läufer D3. Ja, also es könnte... Wahrscheinlich mache ich noch eine Partie nach dieser hier, aber dann war es das auch für heute. Unbewohnte Inselgruppe. Ja, okay. Ja, gut, ich meine, ich glaube auch nicht, dass es so relevant ist, dass ich noch nie gehört habe. Ich glaube, C4 ist jetzt sinnvoll. Ich muss halt irgendwie gucken, dass D5 nicht zu stark ist für Schwarz. Wobei D5 halt auch nach wie vor gut ist für Schwarz hier. Steht wahrscheinlich sogar ein bisschen schlechter. Also das war keine gute Eröffnungsbehandlung. Da sieht man es halt, wie sich auszahlt, wenn man ein katastrophales Schachverständnis hat. Tja, das ist wirklich nicht besonders beeindruckend. Ja, keine Ahnung, ich nehme auf D5 raus, aber es ist halt alles nicht... Ja, also Patrick, ich bin auf jeden Fall am Donnerstag nochmal hier. Also wenn ich jetzt heute nicht mehr gegen dich spiele, dann spiele ich, können wir garantiert am Donnerstag nochmal spielen, weil da habe ich nochmal Geschwätzblitz. Und morgen habe ich dieses Taktikaufgaben lösen und soll irgendwelche Fragen beantworten, falls Fragen reinkommen. Am besten stellt ihr einfach keine Fragen, das wäre auch sehr angenehm. Okay, Dame E6 ist ein bisschen überraschend. Ich glaube, jetzt mache ich Dame F3, weil jetzt geht halt noch kein Läufer B7. Das heißt, Schwarz muss jetzt irgendwie sowas wie Turm B8 oder Läufer D7 machen. Und dann habe ich Zeit für Turm E1, denke ich. Ja, hi, I money LP, so immer. So, Läufer B7. Kommst nur etwas spät, weil diese Show praktisch so gut wie vorbei ist. Die ist nur bis 11:30 gedacht. Apropos sizilianisch. Den Dirty Harry von Christoph Sidecki kenne ich nicht. Keine Ahnung. Also ich kenne mich halt bei sizilianisch null aus in der Theorie, wie man wahrscheinlich in dieser Partie gesehen hat. Ich spiele einfach irgendeinen Quatsch. Wobei ich glaube, inzwischen geht meine Stellung wieder. Es könnte schlimmer sein. Ich weiß ja nicht, ob Schwarz jetzt E5 machen sollte oder E4 machen sollte oder nicht. Okay, Dame C6 ist auch interessant. Auf E5 neben sieht halt viel zu gefährlich aus. Läufer H6 geht noch Springer H5, was ein bisschen lästig ist. Ich könnte entweder Läufer G5 machen, wobei kommt auch Springer H5. Das heißt, ich sollte vielleicht irgendwas gegen Springer H5 machen, wenn das so oft gut ist. Dann mache ich mal Springer E4 und blockiere schon mal ein bisschen die Diagonale. Ich stehe wahrscheinlich nach wie vor schlechter, ehrlich gesagt. Also ich weiß, warum ich kein E4-Spieler geworden bin. Vom Ende spoilern. Ja gut, ich meine, das Ende ist ungefähr so wie der Anfang der Show. Es ändert sich ja nicht so viel hier. Ich spiele halt Partien und muss das irgendwie kommentieren. Also ich glaube, es ist jetzt nicht der größte Spoiler ever. So, kann ich Läufer G5 machen? Ich muss einfach mal ziehen. Ich kann es nicht wirklich ausrechnen. Das ist sehr riskant. Turm D3, Dame D3, Springer E4, Läufer E7. Und dann ist die Frage, ob Schwarz irgendeinen guten Abzug hat und dieses Matt droht. Also er kann mindestens auf F2 nehmen, aber dann kann ich Dame G3 machen zur Not. Das geht noch. Also Turm D3, Dame D3, Springer E4, Läufer E7, Springer C5, Dame G3 geht auch noch. Er hat wahrscheinlich keinen wirklich guten Abzug. Also Springer F2 natürlich. Dame G3. Ich meine, ich könnte sogar überlegen, ob ich auf F2 rausnehme mit dem König, aber dann... Nein, okay, das kann ich nicht wirklich machen.
Dame G2, König E3, Dame G5 sieht fast aus, als wäre schon Dauerschach und sieht viel zu riskant aus. Also müsste ich irgendwie zurück nach G3, dann kommt Springer E4 und dann Dame E3 oder sowas. Okay, mein Gegner traut sich das alles nicht, was mir, glaube ich, sehr gelegen kommt. Dann mache ich, was genau? Trotzdem nicht so einfach zu sagen, was ich mache. Läufer F6, Läufer C4, Dame F5 bringt mir nicht so viel. Okay, ich glaube, ich sollte versuchen, diesen Läufer auf B7 zu beseitigen. Und dann wahrscheinlich meinen Gegner über die Zeit ziehen, weil ich nichts anderes kann. Achso, der geht auch noch. Springer B7. Achso, ne, D3 hängt ja nicht. Okay, ich bin verwirrt. Turm D3 geht nicht. Dann, achso, ich sollte mal ziehen. Ich sollte einfach ziehen und auf Zeit gewinnen. Ich habe ja sogar weniger Zeit, also sollte ich vielleicht nicht zu große Töne spucken. Dame F6, Dame A1. Okay, mein Gegner trickst hier noch rum. Jetzt geht aber Dame F6. Leider für meinen Gegner. Er hätte Läufer G7 ziehen sollen, dann wäre noch alles in Ordnung gewesen. So ist es natürlich eine ganze Figur. Und mein Gegner ist auch nicht so schnell unterwegs. Dann geht es noch relativ locker. Okay, wir haben zwar 23.33 Uhr, aber ich spiele jetzt noch eine Partie, weil das gerade so lange gedauert hat. Das heißt, ich nehme aber auf jeden Fall eine 3-Minuten-Partie. Na komm, dann spiele ich gegen Patrick, wenn er schon so im Chat gefragt hat. Dann mache ich mir erstens G3. Dann, warum hast du Chess24 auf Spanisch? Ich habe nicht Chess24 auf Spanisch. Ich mache aber tatsächlich nicht diese Show. Beziehungsweise ich mache schon die Show. Es klingt vielleicht falsch, aber es ist jemand anderes, der praktisch meine Partien verfolgt und das in den Stream lädt, das Bild. Das ist nicht mein eigener Screen, der da gezeigt wird im Stream. Ja, gerne Monkey King. Achso, Monkey King kann sogar Deutsch. Ich hatte bei der französischen Flagge gedacht, dass es kein Deutscher ist. Okay, hier mach ich mal C4. Ja, diese Retiaufbauten sehen zwar immer relativ langweilig aus, aber können halt auch oft gefährlich werden. Also gut, das ist relativ normal und jetzt kommt halt irgendwie üblicherweise Dame B3, Dame C2 und irgendwann macht Weiß Springer C3, E4 und steht meistens sehr gut. Es ist sehr schwer aus schwarzer Sicht zu spielen, soweit ich weiß. Zumindest, ich habe sowas auch mal selber mit Schwarz versucht zu spielen und es war nicht wirklich gut. Okay, jetzt mache ich Springer C3 und früher oder später kommt man fast immer zu E4. Das ist halt das Problem für Schwarz. Das ist unfassbar schwer, das E4 zu verhindern. Ich mache mal Läufer G5, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das ein guter Zug ist. Aber was soll's. Und jetzt mache ich Dame C2. Gehe schon mal aus Springer C5 raus. E4 droht jetzt definitiv ein bisschen. Ich kann auch überlegen, ob ich noch so Turm AC1 und Springer B5 mache, um da auch noch was zu drohen. Ich glaube, das mache ich auch. H6. Ja, ein Remi nehme ich nicht an. Es tut mir leid. Für Remi ist das hier nicht ausgelegt. Außerdem bin ich endlich wieder über 3-1. Das heißt, meine Zahl ist endlich wieder in halbwegs akzeptabler Form. Ich meine, auch 3100 ist nicht besonders viel, aber ist auf jeden Fall besser als unter 3-1 zu sein. So, jetzt mache ich Turm E1. Ich hätte gerade schon auf D5 rausnehmen können. Was ein kleiner Trick ist. Allerdings hätte E2 noch gehangen, deswegen habe ich erst Turm E1 gemacht und jetzt nehme ich auf D5 raus. Denn jetzt gewinne ich dadurch einfach einen Bauern. Sogar einen sehr relevanten Bauern. Ja, ich sage schon mal danke fürs Zugucken. Also nicht, weil ich die Partie nicht mehr ernst nehme, aber weil das halt die letzte Partie sein wird und danach der Stream beendet wird. Ja, ich bin morgen wieder hier um 20 Uhr. Und mache Taktikaufgaben, was, glaube ich, bisher auf Deutsch noch gar nicht gemacht wurde. Also diese Tactics Frenzy App. Ich habe die ja bisher auch noch nicht ausprobiert, von daher gucke ich mal, wie das läuft und soll halt irgendwelche Fragen beantworten. Also kommt am besten nicht hier hin und stellt Fragen, dann habe ich weniger zu tun. Wäre zumindest nett. So, ich habe jetzt diesen Bauern gewonnen, jetzt habe ich halt dieses Zentrum, was rollt. Und es ist sehr schwer für Schwarz hier irgendwie Gegenspiel zu finden. Den Läufer will ich natürlich nicht tauschen, weil das würde meinen ganzen Königsflügel schwächen.
Nicht Roh ist schon D4, das heißt, Schwarz muss jetzt irgendwie Läufer C5 oder Läufer E5 machen. Oder Springer D7, aber jetzt kommt natürlich D4 und E5. So. Ja, und ich habe auch 2 Minuten mehr, was ganz gut ist. Dann mache ich mal E5. Läufer B4. Kann ich hier irgendwie tricksen? Ne, ich glaube nicht. Dann mache ich einfach Läufer E3, deckte D4, Droh D5. Okay, ja. Turm E6 läuft natürlich auch noch direkt in D5 rein. Ich meine, auch so war es wahrscheinlich schwierig. Ja, hier hängt die Dame leider. Das ist ein bisschen viel. Ja. Okay. Dann würde ich halt einfach sagen, bis morgen, wer da einschalten möchte oder auch nicht. Und werde das jetzt gleich beenden. Okay, Läufer E6. Dame E3, ja, die Partie zieht sich jetzt gerade ein bisschen, aber ich gewinne einfach auf Zeit. Das wird doch am einfachsten. Ist. Ja, danke, Patrick, für die Partie. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Also genau, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr mir die darstellen und bis morgen.